Leute, ich habe gute Laune heute. Ich habe gute Laune. Ich war gestern down, deswegen habe ich den Stream verschoben und heute habe ich gute Laune. Obwohl ich ein schlechtes Gewissen habe. Draußen ist geiles Wetter und ich fahre einfach überhaupt nicht draußen. Ich hatte einfach keinen Bock. Kennt ihr das, wenn draußen alle Leute, natürlich kennt ihr das, ihr seid ja genauso Leute wie ich, deswegen werdet ihr das eh kennen. Es ist ein zu einfaches Publikum, deswegen kann ich eigentlich sowas nicht sagen, ich sag's trotzdem. Eigentlich seid ihr ein zu einfaches Publikum für folgende Aussage, aber trotzdem, ich sag's trotzdem. Ihr kennt das bestimmt auch, dass wenn man so schönes Wetter hat und einfach... Also ohne Kater, ohne irgendwie, dass man krank ist, ohne dass man vielleicht irgendwie schlecht drauf ist oder so, sondern wirklich einfach pure Faulheit hat. Und es einen ankotzt, dass gutes Wetter ist, weil man eigentlich einfach nur drin sein will, sich fucking Nutella reinfrömeln will. Irgendwie vielleicht nochmal ein Mage-Bild auf den DS3 anfangen, gemütlich von der Couch aus und ab und zu mal eine Pizza in den Ofen schieben. Vielleicht ab und zu mal masturbieren. Das ist doch ein schöner Sonntag. Aber nein, 28 Grad, ganzen Volldeppen sind wieder auf irgendwelchen Flößen unterwegs. Komm, lass mal paddeln gehen. Halt dein Maul, ich will nicht paddeln, ich will chillen. Aber deswegen hasse ich solche Tage. Ich will dann gar nicht einfach, ich will einfach nicht mit den Leuten, ich will die Leute, wieso sind die nicht, die können doch mal alle drin bleiben. Ich hätte gerne so eine Art Superkraft, dass ich entscheiden kann. Das ist doch eine gute Superkraft sozusagen. Ich kann entscheiden, wann alle drin bleiben, wann nicht. Und alle sind drin. Und dann gehe ich raus. Ist ja klar. Dann gehe ich raus und können wir irgendwie geh paddeln. Ja? In diesem Sinne, herzlich willkommen bei Session 5, lass ich alles drin, komm, ist eine schöne YouTube-Begrüßung, werden sie gleich mit einer Story abgeholt, die Leute auf YouTube, weil die sind ja auch Bock auf, die wollen ja auch ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Ihr auf Twitch seid ja natürlich immer, ihr seid ja einfach die richtigen Ultras, ihr kriegt ja alle Geheimnisse mit, die quasi vor dem Stream losgehen. Jetzt haben sie auch mal an YouTube, einfach sind reingeschmissen worden, in so eine kleine Anekdote, in ein kleines Pamphlet nenne ich es jetzt einfach mal. Und damit herzlich willkommen zu Sekiro, Session Nummer 5, wir gehen direkt mal rein. Lange hat's gedauert, jetzt wird geballert. Oh, meine Stimme. Krass, meine Stimme ist so hochgegangen wie SpongeBob, obwohl, weil ich so ein. Hört ihr das? Wie so ein Frosch im. Was ist das? Ich hatte irgendwie so eine Art Frosch im Hals. Ich muss kurz gucken, dass das Licht hier wieder ordentlich ist. So, und jetzt, oh, tut er wieder nachbeleuchten. Ne, guck mal hier, so will ich es eigentlich haben. Ne? Bleib mal so. Nö, jetzt wird er wieder nachbeleuchtet, ja? Obwohl ich eingestellt habe, dass er nicht nachbeleuchtet. Fick die Scheißkamera, egal, wir zocken jetzt. Kein Bock mehr drauf, auf mich damit zu beschäftigen. Okay! Oh, das ist ein bisschen laut. Schwamm im Hals. Irgendein. So, was wollte ich machen, Leute? Wo war ich stehen geblieben? Ich war auf jeden Fall super gut. Ich hab den Typen weggeballert am Pferd. Dahin wollten wir auch zurückgehen. Steamboat Ichi, danke für 100 Bits. Bonesolot, danke für 2 Monate. Liebe Grüße, sagt der Stex92. Hat auch einen Sub da gelassen. Juxer84, vielen lieben Dank. Please Steps, hat einen Prime Sub da gelassen. Trick8448. Hallo Chat. 2 Monate schon. Brutalo Boss. Ah, bitte mach nicht den Depp. Sorry. Sorry für den Depp. Ne, wirklich, sorry für den Depp. Sorry. Ich Depp, weil gedepp. Rowdy Farbs. Hallöchen! Lange nicht mehr gesehen, glaube ich. Okay. Ey, das muss sein, solche Sachen. Alerts vorlesen, nicht Donations, ich meine Alerts. Was meint ihr alle? Ja, ja, weiß ich eh nicht was. Ganz vergessen, worum es hier geht. Ich hätte es einfach auf Englisch spielen sollen, glaube ich. Ich habe es am Anfang cool gefunden mit dem. Aber jetzt nervt es mich. Kann ich nicht bei der was machen? Kürbissamen geben. Gib dir mal meinen Kürbissamen. Ja. Scheiße. Kann nichts machen mit der. Ja, ja. Was wollte ich denn nochmal machen? Da muss ich jetzt selber drauf kommen. Warte mal. Ich habe 1 Geld. Ich habe 2 von denen. Ich habe ja gerade letztes Mal den Boss gemacht. Und sonst habe ich, glaube ich, noch nichts abgegradet. Ich guck mal hier eben rein. Okay. Ah, dieser fucking Weirdo, ey, mit seinen dreckigen Beinen da, ey. Zugesuri, Kege. Uwe. Wer ist Uwe? Mechanischen Lauf in die Shinobi-Prothese eingebaut. Uwe repariert. Uwe tauscht aus. Ich finde das auch so ein bisschen komisch formuliert, dieses
Shinobi-Prothese zeigen. Kann ich dir mal meine Shinobi-Prothese zeigen? Oh, jetzt kommt er wieder mit seinem pubertären Humor. Oh, Donny, immer wenn dir nichts einfällt, machst du einen Pimmelgag. Alter, Maul. So, was? Soll ich es dem jetzt zeigen oder nicht? Woody! Unsere, wenn ich es richtig verstanden habe, dienstälteste Community, unser dienstältestes Community-Mitglied, wenn ich es richtig verstanden habe, hat gerade 10 Subs verschenkt. Vielen, vielen lieben Dank, Woody. Ich dachte immer, du bist ein Typ übrigens. Wegen Woody. Aber du bist eine Frau. Und das finde ich gut. Wir brauchen mehr Frauen hier. Aber irgendwas kann da nicht stimmen. Ganz kurz, weil in meinem, wenn ich auf die Statistik gehe bei YouTube, manchmal gucke ich da halt auch rein, ne? Ist ja auch schon wichtig für die ganze Scheiße, immer zu nach diese ganzen Analysen sich da anzugucken und so, inwiefern ich meine Taschen voll machen kann, ne? So, darum geht's ja nur. Und dann gucke ich manchmal halt auch so rein in die Statistik. Demografie heißt es oder was? Und bei YouTube ist voll krass, da habe ich wirklich über 95% männliche Zuschauer, also laut Analyse, die da irgendwie rausziehen und noch mehr sogar. Es geht wirklich, da steht weibliche Zuschauer 0, irgendwas Prozent. Aber bei uns auf dem Discord sind voll viele Frauen. Und das verstehe ich immer nicht. Wo ist da die, da ist ja irgendwas. Irgendwas verstehe ich da nicht. Vielleicht ist irgendwie, sind die Live-Zuschauer anders als sozusagen die Leute, die gesubbt haben, ein Abo haben bei YouTube? Naja, ich werde es wohl nie erfahren. Aber auf jeden Fall finde ich es schön, wenn Frauen da sind. Frauen sind cool. So. Verbessern, ja. Was? Hier war ich noch nie drin. Okay, wir müssen jetzt mal hier aufhören, eine ganze Zeit Scheiße zu labern. Ich muss mal hier die Maus wegmachen. Und nochmal ganz, oh, ich brauche hier keine Energie. YouTube lügt, ja. Kein Mensch, der auf dem Discord ist, guckt dich auf YouTube, Donny. Ja, das könnte auch sein, tatsächlich, Simon. Da hast du vielleicht, da ist was dran. Da sind ihr seid die ganzen Gesappten hier, ne? Ihr guckt es euch dann wahrscheinlich nicht nochmal an. Es macht Sinn. Siehst du, wir haben es gemeinsam gelöst. Live-Zuschauer sind sowieso cooler. Sorry, YouTube. Sorry. Lass ein Abo da und ein Like. Ich kann ja nur das oder das. Ich kann nur das. Soll ich es machen? Nee, kostet Geld. Ich habe kein Geld. Okay, aber was kann ich? Okay, komm, ich bin jetzt wieder hier. Aber vielen Dank, Woody. Das hat mich sehr gefreut. Ein verbesserter Wurfstern, der mit Rotationsenergie gestärkt wird, verbraucht. Okay, also hier kann man was, die Sachen, die man eh hat, okay, verbessern. Das ist unser Geld. Das haben wir jetzt auch mal geklärt. Da können wir Geld ausgeben. So, ich habe jetzt aber kein Geld. Ich könnte aber natürlich so eine Tüte poppen. Will ich aber noch nicht, weil ich will das erst machen, wenn ich sehe, ob ich es wirklich brauche. Das heißt, was ich jetzt mache, Freunde, ist reisen. Oder kann ich hier noch irgendwas... Ich habe göttliche Hilfe, 12%. Das ist die Chance, das zu bekommen, ne? Ich guck mal hier nochmal rein, ob ich da irgendwie Punkte frei... Ja, ich habe 2 Punkte frei. Was kann ich denn hier machen? Ich gehe jetzt auch nicht auf den Chat ein. Ich würde es selber entscheiden, was ich da mache. Just so you know. Körper. Gewährt die latente Fähigkeit Shinobi, erhöht die maximale Anzahl an Geistesemblemen, die du besitzt. Geistemblemen und Geistemblemen sind Dinger, die ich dann für die Sterne und so brauche. Das ist gut. Geistemblemen sind greifbares Bedauern. Wer seine Taten bedauert, wird von vielen Geistemblemen heimgesucht. Shinobi, die viele getötet haben. Ich mach das, das klingt gut. Es kostet aber 2, ist schon viel, ne? Flug parieren. Klingt auch gut. Was ist denn das hier? Rennen und gleiten. Das ist wahrscheinlich so ein Rennsleiten. Ja, steht auch da. Ich mach das, das klingt gut. Das ist eine coole, ich glaube, das ist eine coole passive Fähigkeit, die einem einfach mehr Dinger bringst und ich denke, die Prothesenmodule werden irgendwann jetzt auch langsam mal richtig wichtig werden. Wo war das nochmal mit irgendeiner Waffe? Neulich, da konnte ich irgendwo eine Waffe irgendwo herholen. Angriffskraft verbessern, Erinnerung stellen, Gyobi, was ist das? Angriffskraft verbessern durch Konfrontation der Erinnerung. Ja. Ich mach das. Warum nicht? Eine Erinnerung an den Kampf gegen einen starken Gegner. Obgleich die Erinnerung weit zurückliegt, stärkt es den Wolf. Sie sich zu vergegenwärtigen. Gyobo Onya war einst ein berüchtigter Banditenanführer in Ashina. Wurde jedoch von Ishin bezwungen. Dieser war derart von dessen Stärke beeindruckt, dass er ihn als Krieger von Ashina aufnahm. Später wurde Onya. Okay. Oh yeah! Was kam da rein? Alter Kalle, Mann! Danke dir vielmals.
Ich weiß da immer nicht, was ich sagen soll. 69 Euro ist eine schöne Zahl. Ich glaube, wir haben, vielleicht ist es eine Anlehnung daran, dass wir tatsächlich gerade genau 69 Videos auf Twitch haben. Es ist irgendjemand, ich glaube, Tato aufgefallen aus der Community, habe ich gesehen. Kalle, vielen lieben Dank. Vielen, vielen Dank für diese großzügige Spende, für diesen dummen Quatsch, den ich hier mache. Das freut mich sehr. Kein Lehrer hat an mich geglaubt damals, aber Kalle, der hat immer an mich geglaubt. Und der Simon und alle, wie sie alle heißen. Und Analbert, der irgendwie mal da ist und mal nicht. Vielen lieben Dank, Kalle. Sorry, wenn ich jetzt irgendwie nicht so super lang eine Rede halte. Ich weiß einfach, ich weiß immer nicht, was ich dann so groß sagen soll. Aber ich will nicht, dass rüberkommt, als wäre es mir scheißegal. Aber ich sage einfach Danke und belasse es dann dabei. Was kommt von Herzen? Was sind diese Tüten, die hier überall rumliegen? Diese McDonald's-Tüten? Da habe ich schon mal eine gesehen. Ist das irgendwie... So, jetzt rennen wir... Wieso kann ich eigentlich nicht rennen? Kann man im Tempel nicht rennen? Ah ja, man kann erst hier rennen. Okay, Leute, jetzt geht's mal los, oder? Langsam. PPS Paul, vielen Dank für deinen Prime Sub schon. 3 Monate. Danke, danke. So, wo geht's jetzt lang hier? Reisen. Reisen. Hier wollten wir hin, oder? Da waren wir zu... Nee, wir waren hier und dann... da, wo wir den Dude gekillt haben. Ja, das Tor, was er bewacht hat, da gehen wir jetzt hin. Ich bin der Mann, der weiß, wo es lang geht. Leute, Twitch für Dummies, sorry, aber warum ist eine goldene Lok vor meinem Namen? Ach so, ja, gute Frage. Du hast, glaube ich, den aktuellen Supporter des Hype Train. Du bist ein... ich weiß auch nicht. Ey... Hype Train haben wir oft irgendwie das Thema hier. Stabini, da bist du nicht ganz, da bist du nicht alleine. Da weiß ich auch überhaupt nicht, was es bedeutet. So, ich raste mal hier. Das haben wir, glaube ich, noch nicht als Rast. Doch, haben wir als Rasten schon. Ja, ich mach's einfach mal. Kann ich schauen. Okay, also jetzt geht's los. Tatsächlich. Lass den Papa mal machen jetzt hier. Ich mach dir jetzt alle platt. Ich bumse die jetzt alle weg. Ich bin so ein geiler Shinobi, Alter. Mir kann keiner was. Den suche ich direkt auf hier, komm. Aua, scheiße. Ist zu laut für mich hier. Wo sind denn die, was sind denn nochmal die Fähigkeiten, die ich jetzt habe? Hatte ich nicht irgendwie neue Fähigkeiten? Kann ich nicht da hoch? Hallo. Ich will in diesen Hof rein erstmal lauschen. Wer ist Ishin? Ist es der Boss? Finde ich den Kopf, der Schwarzhut-Dachs wird sich nicht kampflos ergeben. Okay, irgendwas mit Schwarzhut-Dachs ist wohl wichtig. Die müssen jetzt trotzdem dran glauben. Sind das so, das sind diese kleinen Alarmleute, ne? Oh, scheiße, wo? Achso, hier sind überall so Dudes. Ich kann die Gegner nicht einschätzen. Das, ich sehe nicht, wo die... Hä? Was sind das für komische Gegner? Was soll das? Was sind das für komische... kleine Dudes? Sind die auf Stöckelschuhen? Man sieht nicht, wo die schlagen. Sag mal, die sind gar nicht so einfach. Hör mal auf mit deinem scheiß Schild. Ach so. Oh, ich verkack schon jetzt wieder. Was? Ich mach das immer weg, Mann, weil ich das von Dark Souls gewohnt bin, dass man keine Zeit hat. Was war das jetzt wieder für ein Scheiß? Da stand irgendwas mit Geld. Oh, das ist doch scheiße von dem Spiel gemacht, wenn man das gewohnt ist von From Software Gigs. Ich kann mich nicht daran gewöhnen, dass ich nicht pause, dass ich keine Zeit habe. Oh, es fängt schon scheiße an, Leute, ey. Jule K. Punkt, danke für deinen Prime Sub. Snowflake 000000000. 7 Monate, Mann, danke. Okay, ich muss erstmal runterkommen. Wo ist denn diese Axt, die ich letztes Mal irgendwo gehabt habe? Man kann alles in Ruhe im Inventar lesen. Ja, aber wo? Woher weiß ich denn, was das letzte war, was ich angezeigt bekommen habe, sozusagen?
ich versuche mich ja wirklich drauf einzulassen, Leute, aber es ist wirklich so hart implementiert in mir durch so viele Stunden Souls-Games, dass ich das einfach, manche Sachen kann ich einfach mich nicht dran gewöhnen. Es tut mir leid. Nee, es tut mir eigentlich nicht leid. Kontaktmedizin. Aber wo sehe ich das denn jetzt? Ja, ihr habt es ja gesehen, aber wenn man jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt nicht streamt und das privat spielt, die alte Leier, ja, woher soll ich denn jetzt wissen, dass das das letzte war? Es steht ja nicht letzte Sachen, die du angezeigt bekommen hast. Ich habe das ja in einer Millisekunde weggeklickt. Nein, ich will sehen, was das ist. Da, rechts. Okay. Rüst beim Verzehren, eine schwache Giftstatus annehmen durch die eine Schelle. Okay, das ist gegen Gift. Gut. Irgendwas war aber mit einer Axt letztes Mal. Das habe ich. Aber ich habe vergessen, was. Wo? Dass irgendwo eine Axt auf. Dass ich irgendwo eine Axt habe. War ich überhaupt hier schon? Von da kam ich ja runtergeropst immer, ne? Bei dem Reiter-Dude. Ich geh mal hier hoch. Leute, wir müssen mal reinkommen langsam jetzt hier, Leute. Ich merke schon, ich bin gerade noch ein bisschen. Bin da ein bisschen noch nicht drin. Memento Dori. Danke dir für deinen Sub. Prime, mit Prime. Oh, kann man den. Ein cooles Outfit, aber. So ein bisschen so arabisch angehaucht, oder? Also hier war ich auf jeden Fall noch nicht. Ich muss ein bisschen mehr schleichen. Keramiksplitter. Habe ich noch nie. Haben wir bis jetzt irgendwie noch nichts gemacht. Sind das Alluring Skulls quasi, ne? Ist das ein Gegner? Nee. Nee, das ist ein Dude. Okay. Nezumi ga mou ippiki. Ie, sono kiru mae ni nanori. Scheiße! なんじゃが、その左腕、忍び。なるほど。関湾の狼か。気に入ったぞ。ならば、関郎。お主をそう呼ぼう。 Mr. Greeny, danke für 5 Monate, Mann. Doja Sekiro. Nezumi gari o senuka. Ja, komm. Ingame ist sehr leise. Ja, du, das ist die alte Leier, die haben wir hier oft. Das Problem ist, dass Sekiro nicht gut gebalanced ist, von wegen, wie laut es beim, bei Action-Szenen ist und wie leise es wiederum bei Talk-Szenen ist. Wir müssen einfach den ich hab ungefähr die Mitte, Leute. Es geht nicht anders. Es ist einfach bei dem Spiel nicht gut, finde ich, gemacht fürs Stream. Kann man auch mal sagen. 265 Kilogramm Magerquark hat jetzt hier schon 2 Monate gesubbt. Vielen lieben Dank. Interessanter Name. Ich mach mal annehmen. Ich habe jetzt aber nicht verstanden, was ist Sekiro? Hat er das gesagt, was das bedeutet? Hat das eine Übersetzung? Eine Beschreibung von Ratten, in Anführungszeichen, die sich in Ashina eingeschlichen haben. Sprich nochmal mit dem Tengu, wenn du dich um die Ratten gekümmert hast. Okay. Die Ratten. Achso, das sind Dudes und keine tatsächlichen Ratten. Ich dachte, das wären jetzt wirklich Ratten. Attentäter aus dem Shempo-Tempel, klein. Tragen Bambushüte. Die Schweine, das sind Ratten, Alter. Viele Ratten lungern herum. Zuletzt nah am Ashima Burgtor gesichtet. Okay, also die alle killen und dann wieder dahin zurückkommen. Gut, sowas mache ich gerne, solche Missionen. Bisschen Zelda-mäßig. Okay. Er gibt mir irgendwas Geiles wahrscheinlich, wenn ich schaffe. So, erstmal genug mit dem gelabert. Ich guck mal hier rum, was es hier noch gibt. Jetzt gehen wir mal hier den Shiny holen. Ah, jetzt weiß ich, was die McDonald's-Tüten sind. Lelul, Gehirn, danke.
Immer wenn ich da, wenn ich einen Shiny nehme, dann bleibt er in der McDonalds-Tüte zurück. Oh Mann, das ist doch eigentlich ganz logisch. Ah, jetzt verstanden. Warum kann ich hier hoch? Okay. Interessant. Was ist denn hier? Kann ich da nicht hoch? Doch. Nee, da hoch will ich. Ah, an Kante hänge. Ah, nice. Gut. Okay. War schon ein bisschen tricky. Da sehe ich eine Truhe. Truhen sind geil. Truhen mag ich. Oh oh. Ja. Vier Gebetsperlen. Die sind doch geil, die sind wichtig. Die kriegt man doch mal erst, wenn man Bosse oder so erledigt, dachte ich. Okay. Das gebe ich jetzt der Alten. Im Dorf. Easy GG, Alter. So, wie komme ich jetzt aber hier runter unverletzt? Einfach so. Haha, ich bin Shinobi, Alter. Ha, Shinobi, Nobi. Hup, hup, hup. Naja, Fall Damage kenne ich nicht. Shinobi, Benobi. Obi-Wan Shinobi. Wo sind die Ratten, Alter? Scheiß Ratten, ich muss die Ratten aufräumen. Ich bin der Kammerjäger. Kammer-Shinobi. Ich gehe jetzt erstmal aber leveln. Kollege. Kollege! Ich weiß nicht, mit wem ich rede, Freunde. Sind die Ratten? Ist ein Händler oder sowas? Gegenstände, die man verschorben hat. Händler! Hype! Oh, ich habe aber kein Geld für Sachen. Aber das verstehe ich nicht. Wieso kann ich denn Geldbeutel kaufen? Oder bin ich da jetzt wieder zu schlau für die Logik? Wieso kann ich denn einen Geldbeutel kaufen, in dem Geld ist? Achso, Geldbeutel ist safe, wenn man stirbt. Okay, gut. Als ob wir sterben. Aber danke fürs Mitdenken. Fleno, danke für deinen Sub und Humushaufen. Auch ein interessanter Name. Also heute sind die Namen sehr interessant. Auch danke dir für 2 Monate. Und Multicasten hat noch ein Community-Geschenk-Abo verteilt. Ne, schönartig bedanken beim Carsten, wenn ihr der oder die beschenkte Person seid. Ne, die beschenkte Person ist ja dann genderneutral, ne? Wir passen auf die Gender auf hier auf dem Kanal, ja? Wenn ich dran denke. Aber ich gebe mir Mühe, Leute. Hey Donny, was geht? Promiltoys. Haha! Der Name ist nicht schlecht. Promiltoys. Finde ich gut. Ja, mir geht's gut. Ich bin ein bisschen verpeilt noch, wie man vielleicht merkt, aber ich muss mich jetzt erstmal drauf einlassen. Das ist einfach manchmal so. Mit Streamen und Zocken. Ich bin noch nicht drin. Ich bin so ein bisschen noch. Überall. Aber das liegt auch daran, dass dieses Spiel immer noch so sehr viel Geheimnisse für mich. Also sehr viel. Nicht Geheimnisse, sondern es ist noch nicht intuitiv genug. Ich bin noch nicht richtig drin. Ich vermisse es ein bisschen, dass ich halt genau weiß, was ich mit was machen muss. Und ich muss immer alles lesen und so. Das nervt. Kürbissamen geben. Nee. Gebets. Nee, wem muss ich nochmal. Ach, hier beim Ding. Achso, ich hab's verwechselt. Okay, nee, ich muss bei den Dingern hier. Das muss ich machen. Genau. Und jetzt. Gebetsperlen. Oh, ich komme einfach durcheinander mit dem. Oh, das regt mich irgendwie auf so heute. Ich kann mir nichts merken, was ist. Was ist denn jetzt Gebetsperlen? Wo gebe ich die jetzt aus?
Da. Ich bin zu ungeduldig dafür, dass ich das nicht weiß. Versteht ihr, was ich meine? Ich bin ein ungeduldiger Typ. Ich will das sofort wissen. Wie ich will jetzt alles verstehen und einfach ballern. Und nicht die ganze Zeit irgendwas lesen. Nochmal lesen. Eine Kette voller Gebetsbären, die eine Figur des Bilders geopfert wurden. Erhöht die maximale Vitalität und Haltung. Ein Rosenkranz aus Gebetsbären stärkt die Starken. Die Grausamkeit von Ashinas Armee ist berüchtigt und ihre Generäle gelten als... Also das Verhältnis Lesen und Ballern ist mir zu viel. In Richtung Lesen noch. Ich weiß, heute ist ein bisschen eine motzige Folge, aber da müsst ihr jetzt auch mal mit durch. Hier ist nichts geschnitten, hier ist authentisch, Leute. Ihr kriegt hier mit, was ich fühle. Und so langsam, in dieser Folge geht mir das Spiel ein bisschen auf den Sack, gebe ich zu. Aber ich bin nicht so, dass ich es komplett jetzt scheiße finde. Aber heute, weiß auch nicht, so ein Tag, da habe ich jetzt immer... Ich will einfach spielen, so. Ich will nicht mal alles immer durchlesen müssen hier. Bis man das erstmal alles verstanden hat, Alter. Und wo muss ich hin? Ich glaube schon. Lesen ist aber auch schwierig. Ja, naja, darum geht's nicht. Es geht halt darum, es ist ein Spiel, kein Buch. So, ich gehe jetzt mal die kleinen Ratten da kaputt machen. Ich will jetzt einfach spielen, Mann. Aua. Nee, fange ich direkt neu an. Nee. Nee, es nervt mich zu sehr. Fange ich direkt, will ich nochmal neu rasten. Das Spiel wird noch viel beschissener. Ah, zum Glück habe ich mich von vornherein nicht festgelegt und gesagt, ob ich es jetzt ein ganzes Durchspiel. Aber ich glaube schon, dass ich noch ein paar Folgen mache. Und es muss halt Klick machen langsam, Leute. Ich sag's euch ehrlich. Weil es ist nicht nur dass ich jetzt genervt bin davon, dass es schwer ist, sondern das ist einfach auch so viel scheiß Lore, die mich nicht interessiert. Ja, bei Souls Quest lesen oder so. Komm, lass uns nicht drüber diskutieren, Leute. Ich sag's nur, wie ich es wahrnehme. Keine Ahnung, ob das ein Vergleich ist zu Dark Souls oder so. Ich nehme es halt so wahr und damit müsst ihr jetzt halt leben. Mich nervt es halt ein bisschen. So. Und ich tue jetzt nicht so, als ob es mir gefällt, wenn es mir nicht gefällt. Aber jetzt gucken wir einfach mal. Ich lasse mich jetzt mal ein bisschen... Da muss man auch lernen, sich drauf einzulassen. Das ist so eine Schwäche von mir. Da gebe ich zu. In ganz vielen Sachen im Leben. Ich habe Probleme damit, mich ein bisschen auf Sachen geduldig mal einzulassen. I'm working on it. Eigentlich nicht. So, jetzt habe ich wieder Bock. Ich will ballern. Sowas will ich machen. Nicht die ganze Zeit irgendeinen scheiß Gebetsperlen-Mist lesen, der mich nicht interessiert. Das sind die Ratten? Nee, das ist ein Hund. Ein Wolf. Doch. Achso, das muss ich auch mal einsammeln. Keramiksplitter, gut. Habe ich jetzt auch 100? Brauche ich nie. Wo sind die Ratten? Die sind fies, die Gegner hier. Echt, ich hab die vorhin unterschätzt, ey. Die sind nicht schlecht. Ich will die eigentlich, ehrlich gesagt, jetzt nicht angreifen. Aber das sind die wahrscheinlich, die ich machen muss, um diesen anderen Typen da zu beeindrucken, ne? Da kam ich lang, aber da habe ich Geld vergessen. Guck mal hier. Aber was wäre so ein Let's Play mit mir, wenn es nicht ein bisschen Emotionen auch hätte? Das ist doch auch gut so, Leute. Ihr kriegt ja halt nicht die ganze Zeit den gut gelaunten Deppen. Ihr kriegt hier einfach nur den Deppen. Ja! Was sind das für komische Viecher, ey? Aber die sind nicht schlecht. Weil man sieht halt das Schwert nicht, deswegen sind die schwer zu parieren, finde ich. Ich hätte so gerne die Möglichkeit zu backstabben in dem Spiel. Achso, die haben so eine richtige...
Ich sehe nicht, wo die schlagen, Mann! Diese kleinen Scheißviecher. What the fuck, die sind schwer! I'm out of here. Ach Mann! Also ich habe keinen Bock auf die, ich schaff die nicht. Ich check nicht, wann die schlagen, die kann ich nicht parieren und dann haben die ihr Schild oben. Kann ich woanders lang? Guck ich mir gerade mal an. Ist irgendwie demütigend, weil das sind so kleine Popelgegner. Kleine Reishut-Spacken da. Ja, Axt, ich weiß, aber ich weiß nicht, wo die ist, die scheiß Axt. Ich lese hundertmal im Chat, Axt, ich hab's gesehen, Leute, ich weiß nicht, wo die ist. Was ist das? Achso. Wer schließt? Hä? Hat jemand geschossen? Ich habe schon die nur Hälfte Energie. Da ist eine Shiny. Ich wollte dahin. Dahin. Ich glaube, ich nutze die Map auch nicht so, wie man es eigentlich sollte, ne? Ich bin so ein bisschen umständlich immer mit meinen... Ah, das ist gut. Mit meinen, Dingern da. Ja, sorry, wenn ich heute ein bisschen salty wirke, so, ich kann's, also es liegt schon ein bisschen auch daran, dass ich langsam so ein bisschen merke, das Spiel nervt irgendwie auf bestimmte Art und Weise, ich weiß auch nicht. Es ist so viel, was ich nicht verstehe und aber selber auch zu dumm bin, es zu verstehen. Weil ich nicht so Bock habe, alles immer so durchzulesen. Ein bisschen intuitiv, ein bisschen... Ja, komm, ich... Scheiß drauf jetzt. Ich muss zur Erinnerung zurück, ne? Ja, jetzt sind die Schweine wieder da. Ich habe jetzt die Axt. Dafür müssen wir hier lang. Das wird eine schöne letzte Folge. Okay, wir nullen das jetzt, Leute. Wir nullen das jetzt. Ab jetzt lasse ich mich drauf ein. Wir nullen das jetzt. Das ist jetzt genullt. Das muss man auch mal können. Ich habe versprochen von vornherein, dass ich versuche, mich darauf einzulassen. Und gerade heute habe ich, glaube ich, eine kleine Schwächephase, wo ich wirklich ein bisschen ungeduldig bin. Und dann steigere ich mich da so ein bisschen rein. Ich bleibe jetzt mal ruhig. Dann gucken wir das nochmal an. Bin jetzt falsch gelaufen, ne? Aber ich gehe mal trotzdem jetzt hier. Muss ich da überhaupt da nochmal so dran oder kann ich da einfach runterfallen? Da ist der Karpfen-Dude. Schon wieder das Geld vergessen von denen immer, ne? Hör auf! Der hat Alarm gemacht! Schwein! Muss ich das jetzt alles nochmal machen? Ich wünschte, im echten Leben könnte man auch das Geld einfach so einsaugen. Das wäre was, ja. Das wäre echt was. Kannst ja theoretisch, aber ich glaube, es ist halt illegal.
Also ich habe nichts gesagt. Ich sehe schon die Disposition. Herr Sullivan, ja, eine letzte Frage noch. In Ihrem Stream am 31. Mai um 20.14 Uhr meinte der User, der heute bekannt ist als der Geldeinsauger, in Ihrem öffentlich zugänglichen Stream, dass das doch eine schöne Theorie wäre, wenn man einfach Geld in echt ansaugen könnte. Da meinten Sie, wenn ich mich recht erinnere, dass wortwörtlich, ja, das ist eine gute Idee. Wo sehen Sie sich jetzt da im Sinne, im Bereich von Ihrer Verantwortung für Stefan Raab? Hat ein bisschen was für Stefan Raab gehabt, ne? Ungewollt. So, erstmal rasten. Gag zu lang, ja, ein bisschen, ja. Aber zu lange Dinge sind meistens gut. Außer Reisen vielleicht, oder keine Ahnung. Ich schnurbe jetzt hier mal durch einfach. Wie schleicht man nochmal? Geht das nicht? Wieso kann ich nicht schleichen hier jetzt? Oder schleiche ich immer? Habe ich da grundsätzlich was verpeilt? Ich dachte auf die mittlere Taste und dann... Ah, ich bin was ausgeschaltet, stimmt. Danke für die Erinnerung. Ziegenhirt, nice. Gut. Sehr gut. Gut mitgedacht. Habe ich vergessen. So, ich muss jetzt hier mal lang irgendwo. Kann ich da hoch? Nee. Aber ich muss schon schleichen können, oder? Das sollte ich mal vielleicht wieder dran machen. Wer hat mich gesehen? Ich sehe nicht, wer mich gesehen hat. Aua, wow, okay. Ja, komm, die schaffe ich doch. Der andere Typ, ey, gleichzeitig schießt. Mop. Ab. Top. Okay. Ungeduldiger Start heute, Leute, aber ich komme rein. Ungeduldiger Start, I know, I know, I know. Da müssen wir jetzt alle gemeinsam durch. Also langsam kommt die Laune wieder. Hier war noch einer, ne? Der auf Klo ist. Ach so, ich habe euch noch gar nicht gesagt, dass ich mit den Füßen spiele. Mit so einem Dingspad, mit so einem Tanzpad. Oh, Schwein. Wie ging nochmal meine Waikiki-Attacke? Die Counter-Attacke. Wie ging nochmal Mikiri-Counter? Den hätte ich jetzt was machen können. Aber ich wusste nicht, weiß nicht mehr, wie der geht. Mikiri-Kreis, ja, scheiße. Ah, es ist so viel noch, was ich lernen muss. Ich bin so ein fucking Padawan einfach hier. Ich will aber Obi-Wan sein. Oder Darth Vader. Wo ist denn jetzt hier die scheiß Axt? Da war ich, da habe ich ja alles aufgeräumt gehabt letztes Mal schon. Aber hier ist ein Shiny. Ich muss das wieder einstellen, dass ich das machen kann mit dem... Ducken, aufstehen, das war das doch, oder? Parieren, Abwehr, Mama. Nee, nicht Tasten, Controller, okay. Hier, ducken, aufstehen, das muss ich jetzt wieder dran machen. Okay. Es gibt widersprüchliche, what? Was war widersprüchlich? Ach, ich glaube, ich hab... Ich hatte es auf dem anderen... Nein, nicht speichern. Vielleicht hatte ich das hier? So, okay. Ah ja, weil deswegen bin ich immer drauf gekommen. Okay. So, jetzt schleichen wir. Okay, gut.
Komm, wir entdecken jetzt einfach wieder den Spaß für das Spiel. So, war jetzt heute ein bisschen rumpeliger Anfang. Das kann schon passieren. Nobody's perfect. Ja, das werden die ja wohl mitbekommen haben. Ich hole mir den Shiny erstmal. Asche habe ich auch noch nie benutzt. Aber hier war ich ja doch schon. Ich habe nur das Ding nicht aufgesammelt wohl. Aua! Na ja, geil. Hund. Ich bin aus der Wand, ich komme da nicht weg! Ah. Bin der Beste! Nein! Bin nicht der Beste, bin der Schlechteste! Von allen! Oh, bin der Beste! Beste Mann, bin ich! Gib mir Geld! Kein Problem, bin der Beste! Nein! Bin der Beste! Viel zu viel wie Dark Souls, aber ich bin der Beste. Fähigkeitspunkte. Wo ist denn jetzt die scheiß Axt? Ich glaube, ich war ja schon. Ich habe sehr viel Öl. Massieren könnte ich. Ja, da sitzt und säuft. Tony hasst Kürbissaft. Ja, ich weiß, dass ich zu selten heile. Ja, ja. Was ist denn hier lang? Kann ich da? Achso. Der hatte richtig viel Kohle. Okay. So, vielleicht hier lang. Vielleicht muss ich hier lang zur Axt. So, ich habe mich jetzt auch beruhigt, Leute. Jetzt kommen wir langsam rein. Hier war ich ja auch schon. Aber was war? Ich habe vergessen, was hier alles war. Ja. Das Lauschen finde ich immer ein bisschen... Okay. Was macht das? Gucken, um seine unmenschlichen Sinn zu halten. Miesenmönche sind mit Techniken zu töten. Was macht das denn? Reduziert für kurze Zeit Schaden der Haltung. Okay, das ist gut. Für Bosse vielleicht gut. Kann man das aufmachen? Ja. Steel Sting! Vielen Dank für deinen Prime Sub und Fleno auch. Sorry, ich habe ein bisschen lange gebraucht, das zu sehen, aber ich war gerade ein bisschen im Reinkommen. Und jetzt bin ich auch drin. Und was noch drin ist, ist eine Donation gerade. Der Auserwählte, der wirklich sein mag, aber trotzdem große Gefahr. Ich befürchte durch seine Ausbildung. Okay, warte. Also erstmal Woody, vielen lieben Dank für 50 Euro. Bitte mal die Herzen in den Chat für Woody. Und auch für Kalle natürlich für seine Donation vorhin. Und auch für Dr. Woody, für alle, die irgendwie donaten. Ich weiß, ich will da immer nicht einen irgendwie größer stellen als den anderen oder die andere. Auf jeden Fall vielen lieben Dank für 50 Euro. Wow, ich lese nochmal vor. Der Auserwählte, er wirklich sein mag, aber trotzdem große Gefahr, ich befürchte, durch seine Ausbildung. Ah, das hat gesagt Yoda, glaube ich, über... Anakin, oder? In Episode 2. Hey, vielen lieben Dank, Woody. Für 50 Euro. Sehr, sehr großzügige Spende. Weiß ich zu schätzen. Kommt zum perfekten Zeitpunkt, weil ich gerade jetzt auch ein bisschen meine Gereiztheit ablege. Habt ihr wahrscheinlich auch gemerkt, dass ich am Anfang gerade so ein bisschen leicht gestresst war. Aber es liegt halt auch ein bisschen an dem Spiel, weil es auch irgendwie auch ein bisschen scheiße ist. Aber es ist irgendwie auch ein bisschen geil. Ich weiß es noch nicht. Ich bin so zwischen den... Ich kann mich noch nicht entscheiden. Jetzt gerade zum Beispiel macht es mir Bock.
finde ich, merkt man ja auch. Weil ich überall rumlaufen kann, die Leute abstechen, das macht Bock. Aber sobald immer diese Embleme, Perlenkette ist, weiß ich wieder nichts. Oh, das ist eine ganz schöne Herausforderung. Was ist denn jetzt los? Mohunjagd! Ach nee, nicht diese scheiß Hühner. Okay, kennt sich wohl jemand aus. Krieg ich von denen Geld? Nee, nur Hühnerfleisch. Kleiner Schatz von mir, gebraucht Hühnerfleisch. Okay. Jetzt gucke ich mich mal hier um. Ist hier irgendwas drin? Coconut Pete, das macht eigentlich, ich glaube, nicht so einen großen Unterschied, ob du mit Prime oder ohne Prime subst. Es ist, glaube ich, einfach eine bequemere, weil viele Leute haben ja halt Amazon Prime. Ich glaube, es ist einfach im Endeffekt bequemer. Aber ich glaube, es bringt den Streamern tatsächlich ein bisschen mehr prozentual, wenn es nicht mit Prime ist. Aber ich habe da jetzt keinen Unterschied. Ja, komm, bitte. Ernsthaft? Ich lasse mich auch jetzt nicht von einem Huhn tüten. Tüten. Töten. Ich glaube, es ist gleich. Kann auch sein, dass es gleich ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Fertig. Ich weiß es nicht. Ich habe die Orientierung verloren, Leute. Wo kam ich nochmal her? Okay, da habe ich gelauscht. Ich gehe mal an den Dächern lang. Ich bin Shinobi, Alter. Ich muss ja nicht immer die Konfrontation suchen hier. Hier ist so ein Garten. Was mal hier? Das ist doch ganz geil hier eigentlich. Vielleicht ist doch hier die Gegend besser als die andere Gegend, wo der Reiter war. Der Typ, der an der Tür war. Ah ne, ist ein guter, okay. Ist ein guter. Sieht interessant aus. Mein Herr, ihr seht aus wie ein Shinobi, glaube ich. Sucht ihr was Bestimmtes? Aber egal, ich war bereits vor euch hier. Seid wachsam dort draußen. Ah, übrigens, auf dem Weg hierher habe ich eine dreistöckige Pagode auf einer Klippe entdeckt. Pagode? Den habe ich damals gekillt? Ja, du, das kenne ich. Ich erinnere da gerne über Dark Souls 3 an einen gewissen Riesen, der gewisse Pfeile runterschießt, der einem eigentlich ein super Freund werden kann. Ich weiß nicht, ob sich der ein oder andere aus dem Stream dann erinnert. Mit Freunden umbringen kenne ich mich aus, mein Freund. Also im Spiel. Das Einzige, was mich an Sekiro gestresst hat, war, dass es mir einfach ein bisschen zu schwer war, aber die Mechaniken erklärt es größtenteils eigentlich echt gut, ja. Ist halt, glaube ich, ist halt Typsache so. Ich bin eher so, ich will es dann irgendwann einfach auch mal alles gelernt haben, ist schwer zu erklären. Was will ich jetzt mit dem? Kann er noch was? Was ist eine Pagode? Wisst ihr was? Ich google jetzt Pagode. Also, Pagode Thai Kitchen, Lieferung in 30 Minuten. Leute, was bestellen wir? Was wird bestellt? Schöne Tom Kha Gai? Schöne Pho? Schöne Pho Ga? Pho Ga? Vielen Dank, mein Pho Ga. Aber hier, Pagode. Oh yeah. Wer ist er denn? Wer ist er denn hier? Feuer rein. Bier. Habt ihr den Typen gesehen? Das ist random einfach. Okay, Pagode. Das ist das Ding. Aber gut zu wissen. Können wir darauf achten. Ach, Kalle, jetzt, Mann. Kalle, was geht? Also Kalle hat nochmal 55 Euro gespendet. 55 Euro. Oh Mann. Leute, danke, ey. I don't know what to say, really. You bring me in like the Bedrulle hier auf so. Ich werd ganz rot. Ich zeig meine Titten nicht. Nur damit es sicher klar ist, ja? Nein, vielen Dank.
Kalle, danke, danke, danke. Und das soll auch nicht unerwähnt bleiben. Da kam nochmal eine Spende rein, 4,20 Euro. Aber nicht alles auf einmal aus WG, versprochen. Das kam von B-Water, my friend. Aber vielen lieben Dank, Kalle, echt. I appreciate it. Du hast jetzt sehr viel gespendet schon. Titten zeigen, ja. Oh, yeah. Vielleicht machen wir da... Nimm mal die 34 ohne Fly und nenn Bier auf meinen Nacken, mein lieber Kuss. Holy shit, Leute, ey. Ehre. Es ist immer noch so weird für mich einfach. Dieser Job ist einfach so weird. Aber vielen Dank, Stermini, du hast echt auch letztes Jahr super viel. Ich sag einfach danke, Mann. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. 100 Euro von Stamini gerade. Und ich finde auch vor allem witzig, dass du Fleisch, also ohne SCH schreibst. Ich check, den Gag habe ich gecheckt, finde ich gut. Nimm mal die 34 ohne Fly. Und ein Bier auf meinen Nacken, mein lieber Kuss. Ich bestelle mir heute Abend auf jeden Fall irgendwas vom Thai. Mann. Ey, danke. Komm, ich muss weiterspielen. Es ist sonst irgendwie weird, aber vielen, vielen Dank, wirklich. Ich weiß immer nicht. Ich weiß immer nicht, was ich sagen soll, ey. Das ist so weird. Wie machen das andere Streamer, wenn die Donations kriegen, hohe? Ich will dann auch immer nichts falsch machen. Ich will nicht respektlos sein, aber einerseits, und ich will aber andererseits auch jetzt nicht so immer so super lang drüber reden, weil vielleicht Leute, die nicht die sind, die donated haben, dann so denken, ja, jetzt ist ein bisschen weird. Ich weiß es nicht. Ich sage einfach danke und mehr weiß ich auch nicht, was ich dazu sagen soll. Oh. Kleines Buddha-Abbild in rotem Stoff. Im Gebet zwischen den Händen gehalten, stellt es eine Einheit Auferstehungsmacht wieder her. Oh. Das ist gut. Ist wie... Pagode habe ich noch nicht vergessen. Nein, der schützende Stoff soll sicherstellen, dass das kleine... Wesen. Okay, super, das ist sehr gut. Das kann ich für Bossfights benutzen, wenn ich merke, ich habe, guck mal, zum Beispiel jetzt hätte ich nur noch eins. Nee, ich kann gerade gar nicht auferstehen, fällt mir gerade auf. Ich müsste eigentlich mal wieder rasten. Aber ein kleines Geheimnis gefunden. So, wir müssen nach einer Pagode Ausschau halten. Das haben wir ja jetzt gecheckt, was ist vierstöckige Pagode oder was hat er gesagt, dreistöckig? Kann ich das schon irgendwo erkennen? Auf einem Berg, hat er gemeint, ne? Glaube ich. Es gibt schon viel zu erkunden hier. Was ist denn das Gelbe? Dreistöckig an einer Klippe, ja. Was ist denn das Gelbe? Ach, lauschen. Ja, das stimmt. Ich werde übrigens, ich habe das schon mit den Mods bequatscht, demnächst, ich muss aber noch ein bisschen planen, wann genau und so und wie genau und für was vor allem genau. Ich habe aber auf jeden Fall vor, demnächst einen Charity-Stream zu machen. Und da muss ich mich noch ein bisschen informieren, wo ich da genau dann sozusagen wofür Spenden sammeln will. Und dann werde ich halt irgendwie auch ein bisschen länger streamen, vielleicht so 6-7 Stunden oder so. Und dann werde ich 100% der Einnahmen, also der Donations dann, wohin spenden. Aber da muss ich noch gucken. Ich spiele mit dem Gedanken was gegen Nazis, aber vielleicht jetzt auch gerade so diese ganze Rassismus-Sache da, die mir irgendwie auch sehr auf den Magen schlägt. Wo ich immer nicht so genau weiß, wie kann man da am besten helfen. Da wollte ich mich auch nochmal informieren. Aber ich will jetzt nicht hier den Gutmensch rauslassen. Ich warte mal, Gutmensch nicht ganz verstanden, ist es... Also, ne, mir ist wichtig, dass wenn ich sowas sage, dass es halt nicht rüberkommt, wie ja, da macht das eh nur, um sympathisch zu wirken, sondern ich bin wirklich, war auch echt gestern und letzten Tage irgendwie mich hat das auch, ich weiß nicht, vielleicht euch ja auch so ein bisschen belastet, ey, diese ganze Scheiße, die da passiert irgendwie und die passiert ja schon länger und ich, dünnes Eis und so, ich will nur, dass ihr wisst, bevor ich jetzt was Falsches sage, ich will auf jeden Fall irgendwie so einen Stream machen und ich glaube, das ist auch eine coole Sache, aber ich weiß auch noch nicht genau, wofür. Irgendwas, was halt irgendwie Leuten hilft. So. Aber das kriegt ihr dann auf dem Discord auf jeden Fall mit. Tony löst Bono ab. So, ich will die umbringen hier.
War der ein bisschen krasser, der Gegner? Kann das sein? Hat so gewirkt. Ja, irgendwas ist da wichtig, der Typ, der damit, der da irgendwie... Da ist jetzt auch so ein Checkhaken, was... Ach, weil ich schon mal angehört habe. Okay, ja, das macht Sinn. Ich gehe da jetzt einfach rein, oder? Ich habe den schon mal angehört. Warum kann ich da nicht rein? Rakchi! Vielen Dank für 2 Monate. Du geile Sau, sagt er. Schosch 909! Haben uns Sub da gelassen. Lieben Dank dafür. Dranko Cappy! Ging gerade runter, warum auch immer. Ihr habt die anderen schon ja gehört. Ich checke mal nicht, warum. Vielleicht habe ich das Minimum zu hoch eingesetzt, dass man das erst sieht. Dranko Cappy hat 20 Euro gespendet und sagt, weil hier alle so nett sind. Vielen lieben Dank für deinen. Für deinen Sub. Und ich weiß sogar, welches Gender du bist, aber ich sag's jetzt extra nicht, weil ich weiß ja nicht, ob du geheim hier bist oder sowas. Aber ich danke dir. Warum habe ich das eigentlich gesagt? Das ist eigentlich scheißegal. Ah! Ich weiß auch nicht. So. Ja, eben, jetzt ist es klar. Ist einfach dumm. Cold Snow! Danke dir. Komm, wir müssen jetzt wieder machen, Leute. Ich weiß nicht, warum ich hier nicht rein kann zu dem Typen, bei dem ich lauschen konnte. Bin ganz offen weiblich. Ganz schön. Okay, die haben Schilder. Ich habe noch nicht so viel gegen Gegner mit Schildern gespielt. Und das sind 2 auf einmal. Ja, okay. War dumm. Okay. Nein! Muss ich mich mit dem beschäftigen? Schilder sind meine Axt, ja? Gut. Hahaha, der war geil. Oh, da ist ein krasser. Da ist ein krasser. Da muss ich die anderen erstmal aufräumen, bevor ich den mache. Oh, der hat eine helle Wade. Okay. Tschüss. Ich habe keine Kürbis mehr. Und ich habe auch keine Auferstehung. Ich muss unbedingt den Typen, der schießt, erstmal wegmachen. Sehen die mich? Oh, scheiße. Ich bin tot, Leute. Ich habe nichts zum Heilen. Der Schütze ist so nervig. Oh, Mann, der Schütze, Alter. Wirklich. Mit dem Ikiri-Counter kannst du Schutzhilfe bei erfolgreicher Hilfe. Okay. Der Typ, der schießt, nervt so hart. Ich bin tot jetzt, weil ich keine Auferstehung mehr habe, ne? Letzte Folge incoming. Wir haben übrigens gerade 737 Zuschauer. Finde ich interessant. Fox667321. Danke dir für deinen Prime Sub. Pfeile Essenz, Schlachtfeldverwalter. Aha. Der besitzt diese Wechsel, reduziert die Chance, göttliche Hilfe. Das reduziert die Chance, göttliche Hilfe zu erhalten. Das ist doch nicht gut. Jetzt habe ich göttliche Hilfe erhalten? Ich verstehe es nicht. Oh, ich darf mich nicht aufregen. Aber jetzt ist wieder so ein Ding, wo ich mich aufregen würde jetzt. Bin ich zu doof für? Ja, Mann, danke, dass du einer ein bisschen Empathie zeigt. Ich bin auch zu doof für. Ich verstehe es nicht. Wo ist denn die Axt, verdammte Scheiße? Ich bin doch da, wo ich die holen sollte, oder nicht? Ich schaffe die Scheiße auch ohne Axt, glaube ich. Also, 15 Meter vor mir. Also da, wo die gelauscht haben. Schau dich im Dorf genauer um. Zwinker-Smiley. Ist das ein Dorf? Ich
Ich wusste gar nicht, dass es ein Dorf ist überhaupt. Also komische Angelegenheit hier auf jeden Fall. Ah, das war nicht schlecht, der Sprung, oder? Guck mal, da ist auch was. Habe ich das noch nicht geholt? Warum? Muss auch mal schleichen. War ich hier? Sieht alles ein bisschen gleich aus. Das, oh. Nee, da war ich ja schon mal. Da kam ich von der anderen Seite. Aber da war auch keine Axt. Da war einfach keine Axt. Ja, klar. Der hat antizipiert geschlagen, Alter. Bevor ich da war, hat er schon geschlagen. Schwein. Brennen, scheiße, ich brenne. Okay, ja, das ist wie bei Dark Souls. Okay, das hab ich verstanden. Oh Mann, ey, wirklich. Die Nerven. Die treffen auch immer so gut, die Schützen. Bei Dark Souls treffen die nicht so gut. Bin gleich tot, ne? Wie nehme ich denn jetzt die Scheiße? Das brauche ich, ne? Nee. Kontaktmedizin. Nee, ist gegen Gift. Löschpulver. Okay. Hätte ich das jetzt auch einfach benutzen können gleich? Jetzt habe ich es gar nicht mehr gebraucht. Scheiße. Ich hab nicht mehr gebrannt, ne? Für Simon viel Spaß bei L'Oreal, du Arschloch. Was? Was? Da kam irgendwie eine... Was ist jetzt da wieder los? Was ist das? Viel Spaß. Hä? Also erstmal. What? Ach so, kleiner Diss gegen einen Ex-Arbeitskollege, der jetzt woanders arbeitet. Okay, vielen Dank für 123,45 €. Also 1, 2, 3, 4. Kalle, I don't know, was geht? Danke, Mann. Ey, ich hab's vorhin schon erklärt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich kaufe mir aus dem Geld auf jeden Fall eine Axt, habe ich das Gefühl. 123 €, ich weiß nicht. Es ist wirklich die Scheiße wert, die ich gerade hier mache. Vielen lieben Dank, Kalle. I don't know, man. Kalle ist ein Gluter, ja, auf jeden. Kann mir einer sagen, wo die Axt ist, wenn wir schon dabei sind? Weil ich langsam wirklich nicht mehr hier rumlaufen will und immer wieder hören muss, ich habe irgendwie eine Axt nicht gefunden. Es ist eine ganz komische Session heute. Ich bin so hin und her gerissen zu... Mich nervt das Spiel voll, aber ich kriege ja heute irgendwie mitunter eine der am meisten Support-Streams, die ich bis jetzt hier hatte.
Ah, das will irgendwie gerade nicht in meinen Kopf. Das ist ganz weird. Aber es ist nicht unangenehm. Ich meine, ich mache das ja jetzt irgendwie. Und das ist irgendwie weird. Im Schrein. Aber wo? Durch die Tür, die du geöffnet hast. Dann rechts. Welche Tür habe ich nochmal geöffnet? Also doch nicht hier in dem Dorf. Oh Mann, ich weiß es einfach nicht. Ich lese den Chat, aber ich verstehe es nicht. Oh nein, ich muss weg. Okay, ich muss jetzt hier... Ich kann jetzt nicht chatten, ich muss jetzt hier weg. Erstmal. Wo habe ich denn die Tür nochmal aufgemacht? Das sieht immer alles so gleich aus. Schrein geradeaus durch die Tür. Die hast du geöffnet, dann rechts. Okay. Dann let's do it. Das muss jetzt als Hilfe reichen. So, jetzt sind die aber auf dem Dach auf einmal, die Dudes. Die treffen immer echt gut. Ich hab ganz vergessen. Ich weiß nicht mehr, wo ich... Ich verliere die ganze Zeit die Orientierung. Wo war ich denn jetzt nochmal? Gar nicht mehr gerade. Ja, ja, aber ich muss rasten, Leute. Ich bin gleich tot. Wo ich gelauscht habe. Ja, jetzt entspannt euch mal bitte. Es ist alles, es sieht alles gleich aus hier. So, da habe ich doch gelauscht. Da, wo die Dudes sind, oder nicht? Nee, wo habe ich nochmal gelauscht? Aber da kam ich nicht rein, wo ich gelauscht hatte. Hier, genau. Und da, aber da kam ich vorhin nicht rein, auf jeden Fall zumindest. Da, wo der Typ an der Tür ist, ne? Da sind die Hühner. Oh, sorry, mein Handy. Hier oder nicht? Aber wie kommt man da rein? Ah ja, ihr habt gut reden, ihr habt ja schon gespielt. Oh yeah. Oh Mann, ich weiß nicht, ich trau mich gar nicht. Arm ab als Axt drin, oder was? Ich trau mich gar nicht zu gucken. Ist hier die Axt? Ich guck gleich die Donation, sorry, aber ich muss jetzt kurz... Oh, da ist ein Dude. Ich muss die kurz aufräumen hier. Ach, aufstehen! Was ist das nur für eine seltsame Session heute, Mann? Es ist voll die seltsame Session, aber irgendwie ist es cool, aber ich weiß auch nicht. Hier! Ja, jetzt haben wir aber 100% gebackseat game. Das ist auch irgendwie lame, oder nicht? Ey, Leute, ich 69,99 € von Stameni. Ich hab's Gefühl, ihr wollt mich hier so in Verlegenheit sehen langsam. Ey, I don't know, man. This is so weird. Ihr müsst auf jeden Fall dann so viel spenden, wenn wir so einen Spenden-Stream machen. Noch geht das alles in meine Tasche, also minus 19%. Ey, Stameni, vielen Dank für die sehr, sehr, wie heißt das, generous, wie heißt das auf Deutsch das Wort nochmal? Großzügige Donation. Krashina hat auch noch einen Prime-Sub dagelassen zum zweiten Monat und Promiltors, welchen Namen ich übrigens sehr gut finde, hat ein Geschenk-Abo dagelassen für die Community. Vielen Dank dafür. Stameni, vielen lieben Dank, Mann. I don't know what else to say. So, hier haben wir jetzt die Axt.
Eine schwere schwarze Eisenaxt, die von Shinobi verwendet wird, wird in der Shinobi-Prothese zum funktionsfähigen Prothesenmodul. Die gewaltige Axt schneidet wenig, sondern zerstört mit ihrem Gewicht. Sie war einst die Lieblingswaffe eines Shinobi, der als springender Affe des versunkenen Tals. Okay, zurück zum Prothesenmann, dran machen. Steuernachzahlung war gut dieses Jahr, ja, gratuliere. Ich bin mal auf meine gespannt. Ich bin ja jetzt erst wieder ganz frisch, offiziell komplett selbstständig. Bin mal gespannt, wie das läuft. Mein Steuerberater meinte, habe ich glaube ich schon mal erzählt, aber ich sag's nochmal, mein Steuerberater neulich original zu mir so in der E-Mail. Der meinte so, ja, gut, das ist ein Ur-Berliner. Ja, können wir machen, Herr Ossolivan. Ne, der nennt mich doch nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich Herr Ossolivan gesagt habe. Ja, gut, Donny, können wir machen. Aber eine Frage, Heik, noch. Was ist denn diese Twitch? Ausrufezeichen, Fragezeichen. Und ich nur so, oh nein, das kann. Das wird. Ich habe mich schon wie Uli Hoeneß hinter Gittern gesehen. Das ist halt so ein bisschen so ein Alter. Also der ist halt eher so oldschool. Der macht halt normalerweise halt so Leute, die nicht so Medienjobs machen, so wie ich, sondern der hat irgendwie Leute, die irgendwie Blumenläden haben oder keine Ahnung, die An- und Verkauf machen, die ja quasi, ist ganz weird, der checkt eben nie, was ich mache, schon seit Jahren. Auch so die Sachen, die ich mit Gästeliste Geistmann gemacht habe, wenn ich irgendwie Rechnungen dafür, wenn wir irgendwie Werbesachen gemacht haben, so, und er immer dann so, ja, und was machst du da überhaupt? Und der raucht auch im Büro und so, der ist aber echt cool, das ist ein richtiges Original. Ja, und dann ist er auf der Bühne und dann machst du Podcast oder was auf der Bühne. Und mit den zwei Pappenheimern da oder was auf der Bühne. Und ich dann so, ja, also das ist halt so, die Leute kommen da hin, die zahlen einen Eintritt und so und dann kriegen wir einen Anteil und so, bla bla. Ja gut, naja, das mach ich mal, das ist ja umsatzsteuerpflichtig, warum? Mach ich mal 19% weg und Donny, kriegst du mal, dass du 25% zur Seite legst wegen Einkommensteuer, war und dann der Rest wird sich schon, so ist er, streamen. Ja, das ist mal ein kleiner Einblick. Aber ja. Ich muss dahin das Ding machen. Ganz. Ist ein Kurt Krömer ist mein Steuerheinz. Nee, aber das glaube ich bestimmt aus der ähnlichen Ecke. Er hat einen sehr ähnlichen Akzent. Ich habe den halt schon seit 15 Jahren. Ich habe halt irgendwann, als ich mich ganz vor Ewigkeiten halt, ja, vor 15 Jahren halt, selbstständig gemacht habe mit so Grafikzeugs und so neben der Uni, da brauchst du ja eine Steuernummer und dann kriegst du halt. Irgendwann habe ich dann gemerkt, ich komme damit nicht so ganz klar mit dem ganzen Scheiß. Ich habe es nicht verstanden, wie ich Steuern spare. Ich habe ehrlich gesagt, wollen wir mal ehrlich sein, ich habe Steuern überhaupt nicht verstanden. Und ich habe es bis heute auch nicht so richtig verstanden. Aber irgendwann musst du halt wirklich Steuererklärung machen. Und da hört es ja komplett auf. Und dann habe ich halt den als Tipp bekommen. Und ich bin einfach bei dem geblieben. So, keine Ahnung. Aber ist eher lustig. Der ist nett. Und auch per Du und so. Prothesenmodul, neues Prothesenmodul, genau, geladene Axt. Warum nennen wir den Uwe eigentlich? Nutbrain, danke dir für deinen Prime Sub übrigens, sorry, nicht gesehen. Oh, yeah. Ist Termini in your face. Ein Buch voller Geheimnisse über Techniken für die Shinobi-Prothese zum Erlernen von Fähigkeiten des Prothesenstils. Aus Felder, was? Seht ihr die Maus? Krass, wenn ich die Maus bewege, seht ihr die auch. Ich verstehe immer nicht, was der will. Karle, danke dir für weitere 33 Euro. Ich weiß nicht, was da los ist bei euch, euer Battle da. Ich sage einfach danke. I don't know what's going on today. Okay. Ich muss mich jetzt ein bisschen hier irgendwie mal Prothesenmodul. Ach so.
So geht das? Ah, okay. Ich will jetzt mal die Axt. Die Axt muss ich dran machen, warte mal. Jetzt habe ich alle. Und die geht dann mit. Ne, wie tue ich die nochmal benutzen? Ach, hier kann ich nichts benutzen. Kann ich da irgendwie vielleicht noch einen anderen Move machen? Ach so, bin ich gerade dumm? Das kostet mich jedes Mal so ein Viech, ne? Das kostet jedes Mal zwei von den Dingern und ich tue da die ganze Zeit die Scheiße machen. Drei Embleme, okay, ja, so langsam. Okay, und ich habe jetzt auch Geld. Wo war nochmal der Typ, wo ich... Okay, wir gehen mal weiter da. Ich will nochmal die Ratten jetzt wegmachen da. Ja, jetzt gehen wir mal die Hüte von den Ratten kaputt machen. Also, ey, nochmal, danke für die ganzen Donations da. Ich weiß einfach nicht, was ich sagen soll. Ich sage einfach danke. Für mich ist es cool. Für mich ermöglicht es hier, die Scheiße zu machen. Aber ich will auch nicht in irgendwelche komischen Battles da unter euch geraten da. Naja. Nee, ich wollte jetzt weiter hier, ne? So, jetzt, Leute. XP-Alarm. Oh, stimmt. Ambe 91, danke, stimmt. Ich muss nur noch einen Kill machen, dann habe ich drei Fähigkeitspunkte. Dann mache ich den schnell, oder? Das müsste reichen, oder? Ja. Warte, dann gebe ich die aus. Komm. Wir sind mal ein bisschen strebermäßig. Ich glaube, ich mache heute auch lange. Ich habe es jetzt irgendwie nicht eilig heute Abend am Sonntag. Jetzt, wie geht das nochmal? Fähigkeiten erwerben. Was ist das? Hier, nochmal mehr. Gewährt die latente Fähigkeit. Ich mache da noch mal, ich mach das direkt. Komm. Ich mache das direkt. Ansonsten sehe ich hier nichts, was krass. Lies die neuen. Shinobi-Blick. Aber die kann ich noch nicht, die sind noch nicht verfügbar einfach, ne? Ich lese die erst, wenn die verfügbar sind. Das ist sonst mehr zu much Input. Guck dir mal die obersten an. Ach, da sind auch noch welche. Da sind für die Prothese noch Sachen, okay. Gott, ich komme mir vor wie so ein Dad. Nutbrain und Marpswa. Danke für die Subs. Leute, wir haben schon jetzt echt weit über 1200 Subs. Nice, Mann. Was glaubt ihr erst, wie das abgeht, wenn ich Bloodborne anfange? Wo ist der Bloodborne-Hype im Chat? Wo ist der Bloodborne-Hype? Kleiner Mini-Leak. Hier, Junge, hier. Bloodborne habe ich neulich wieder in meinen Let's Play geguckt. Da hatte ich schon, könnte glaube ich mal ein neues Ding werden. Aber jetzt sind wir erst bei Sekiro noch ein bisschen. Mal gucken, wie lange. Soll ich das machen? Gewährt die Shinobi-Kampfkunst treibender Schnitt. Diese Shinobi-Kampfkunst ermöglicht nach dem Einsatz bestimmter Prothesenmodule einen Sprint nach vorne und einen Schmerzschnitt. Geeignete Prothesen. Woher sehe ich die denn für welche die... Das ist für die Wurfsterne, okay. Und das ist für die... Das ist für meinen Greifhaken. Das wollte ich haben, das ist gut. Damit ich mich dran ziehen kann. Das ist gut, das mache ich. Und das auch. Ja. Und das mache ich jetzt auch einfach. Nee, das mit dem. Schau gerade deinen Dark Souls 2 Run auf YouTube. Direkt auch wieder angefangen. Gefällt mir, was du so machst. Ey, danke Marpswa. Vielen lieben Dank. Freut mich. Den haben die wenigsten Leute gesehen. Den habe ich einfach damals noch in Hamburg ohne Cam und so einfach direkt von der PS4 habe ich das gestreamt, von der Couch aus und ein bisschen mit dem Headset geredet, also die Quali und so ist nicht so gut. Aber freut mich, das kriege ich immer wieder zu hören, dass irgendwie da Leute drauf landen. Da gibt es auch einige Folgen, vielleicht für die, die es noch gar nicht wussten. Also bei mir auf dem YouTube-Kanal müsste ich mal gucken. Ich weiß nicht, muss man echt weit zurückscrollen, aber da gibt es so... Ich habe es echt ein paar Folgen habe ich gemacht, DS2. DS2 ist auch shit, nö, würde ich nicht sagen. Ich mochte es eigentlich. Ich mach das, aber ich hab's ja schon, glaube ich, tausendmal erzählt. Ich habe dann aufgehört bei dieser scheiß Giftstelle. Da habe ich dann einfach zu viel Frust gehabt.
So, jetzt gehen wir mal da hoch. Jetzt, ich muss mir nachher, glaube ich, bei dem Kampfdude nochmal genau angucken, wie ich jetzt die Sachen da einsetze, meine ganzen neuen Verbesserungen. Aber jetzt mache ich erstmal diese Viecher da kaputt. Mit R2 ging das doch. Den einen kann man so. Ah, ich hab verfehlt. Scheiße! Warum verfehle ich mich die ganze Zeit? Jetzt hatte ich ihn. Nee, aber der macht einen Dix. Was macht der? What? Habe ich nicht verstanden. Aber der eine ist fast kaputt gemacht. Ja, ja. Ja, geil. Die sind ja easy so. Man muss das Timing ein bisschen. Demon's Souls Remake Hype. Kommt ein Demon's Souls Remake raus? Oh, sieht man mal wieder, wie informiert ich bin, ey. Das sollte ich eigentlich als Souls-Streamer, kann man ja mittlerweile fast sagen, wissen, wa? Ey, wartet mal ab, ich spiele noch ganz andere Spiele, ey. Ich freue mich, am meisten freue ich mich gerade eigentlich auf The Last of Us 2 zum Streamen, weil das werde ich auf jeden Fall streamen. Das kommt ja, ist ja auch nicht mehr so lang, ne? Ich habe den ersten Teil so geliebt, ey. The Last of Us 1 war echt eins der ein wenigen Videospiele, die mich wirklich zum Heulen gebracht haben. Da war ich so involviert mit dem, also so invested in diese Charaktere, das hatte ich noch nie, glaube ich, danach und auch davor nicht mit einem Charakter. Vielleicht manchmal bei so Zelda-Spielen so, da wurde es auch immer ziemlich... Please no, wieso denn nicht? Ist doch super, Ambe, das Spiel ist geil. Und es ist auch schwer, das ist nicht so einfach, ich fand diese Klicker und so, ich weiß noch, ich hatte einiges zu strugglen. So, ich habe jetzt diese Ratten kaputt gemacht. Kann ich jetzt schon wohl zu dem Dude gehen? Ne, wir gehen mal weiter hier. Ich habe halt irgendwie da weinen müssen, als die... Na, ich will jetzt niemanden spoilern von Last of Us 1, aber ich glaube, die es kennen, die wissen, was ich meine. Oh yeah. Ich höre Bloodborne und Support EZ. Guck ich mir gleich an, Zeug. Ach nö, nicht Hunde. Ach komm, was ist denn jetzt los? Ich spiel grad schlecht. Hier war ich doch schon. Warum ist denn jetzt hier nochmal... Oh Mann, Stameni, ey, das ist langsam ist es mir unheimlich, ey. Kam das im Overlay? Was ist denn heute für ein weirder Stream, ey? Ich weiß gar nicht, was los ist, Mann. 55 Euro von Stameni jetzt auch noch. Ich weiß gar nicht, wie viel das jetzt schon ist. Was sollen denn die Leute auf YouTube denken? Ah, oh, ey, das ist so weird, ey. Ich weiß es nicht. Danke, Mann. Ihr seid echt bekloppt. Ihr spinnt doch. Egal, 92. Danke dir für deinen Prime-Sub. Die sind so dumm, guck mal. Wie dumm kann man sein? Ja, weißt du was? Krieg doch mal einen ab hier. War ich hier eigentlich schon? Der Move macht mir am meisten Spaß. Wenn man so drauf zurennt. Hier war ich noch nicht, glaube ich. Ah, es sieht eh alles gleich aus. Guck mal, hier kann ich schon... Ah, nee, ich war noch nicht hier. Okay, come on. Jetzt kommt eine gute Stelle, Mann. Jetzt kommt eine gute Stelle. Pop mal die Balloons. Stimmt, die habe ich auch noch nie gemacht. Soll ich das mal machen? Ich hab's noch... Mal ganz wenigstens mal ausprobieren. Ich habe noch nie diese Ballons benutzt. Jetzt noch mal gucken. Wenn man einen zum Platzen bringt und betet, erhalten alle, die auf sein Wasser spritzt, für eine Zeit Münzen. Soll ich das jetzt machen? Ich platz gleich. Heute kommt auch noch Progress. Ja, aber sicher, Leute.
Ich weiß nicht, was ich mit denen. Ich mach das jetzt mal nicht, aber ich nehme mir hier mal einen Konfekt. Das ist jetzt eine geile Stelle, Leute. Ich baller die weg. Ich mache mir ein Kügelchen erstmal. Ich mache mir erstmal ein Kügelchen warm. Dann mache ich hier einen Konfekt drauf. Das Rote. Das gibt Angriff, ne? Schaden. Das wird jetzt geil, Freunde. Passt auf. Oh nein! Ich bin ausgerutscht. Jetzt pass mal auf hier. Jetzt pass mal auf. Ich mach das hier. First try die Stelle. Ich weiß, dass es kein Boss ist und so, aber es ist trotzdem. Es sind ein paar Leute hier. Es ist ein Mob. Schön hier drin bleiben. Alles gut. Und ich kann den, glaube ich, einfach backstabben, Leute. Ich bin so verrückt. Ich bin ein crazy Typ. Ich bin so crazy, das glaubt ihr gar nicht. Haha, ciao, Dickerchen! Oh, das sind zwei. Der macht den hier, oder was? Okay. Komm, der war nicht schlecht. Ich mag die Axt so ein bisschen als so zum Finisher benutzen, so. Eisenschrott kann ich dem Dude geben, ne? Kalle, danke dir, Mann, nochmal. Kalle hat nochmal 50 Euro gespendet. Ja, ihr seid verrückt. Wirklich. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll, offiziell. Biwado, my friend, hat 6,80 Euro donated. Hol dir was Schönes im Pearl-Katalog. Danke dir. Skill Potatoes hat noch gesubbt. CPQQQ auch noch gesubbt mit Prime. Egal, 92 auch. Danke, Leute. Ich versuche jetzt dafür mindestens ein bisschen Progress zu machen. Ich geh mal da hoch. Lauschen. Das Ding! Ist das ein Ogre oder sowas? Okay, wenn er wütend ist, macht er keinen Unterschied zwischen Freund und Feind. Und die nennen das Ding, also das ist ein Monster auf jeden Fall. Ich gehe erstmal hier lang. Könnte sein, dass wir jetzt einen Boss haben. Leichter Gap-Beutel, sehr gut. Ahnung, was ich noch sagen will, still Nummer 1. Ich guck. Ey, Vorschlag, ich guck nachher gleich mal auf die Donations. Ich muss jetzt hier mal kurz ballern. Next Selection. Hat auch noch ein Prime-Top da gelassen, danke. Ich guck auf jeden Fall rein, aber ich muss jetzt mal hier kurz ein bisschen machen. Ich mach den mal so. Ich habe den Spaß aber auf jeden Fall schon wieder ein bisschen entdeckt. Also wenn man jetzt vor allem die erste halbe Stunde bis Stunde vergleicht mit jetzt, macht es mir schon gerade Bock. LeoGay97, moin. Selber. Ich glaube, ich gebe andersrum. Es wirkt für mich wie so ein Mob hier. So ein bisschen wie unser erster Mob, wo wir lange gebraucht haben. Kann ich da nicht irgendwo hoch? Ich habe aber nur ein Todding, das ist das Problem. Und ich bin gleich mit den Fähigkeitspunkten relativ... Aber ich kann, wenn ich jetzt raste, sind die alle wieder da. Gute alte Souls-Problem. Ich bin kurz vor einem Fähigkeit... Aber guck mal, ich denke schon an sowas jetzt auch. Und ich habe viel Geld. 1000 habe ich... Ja, ich glaube, ich muss kurz einmal Streber sein. Wir haben uns jetzt hier hochgekämpft, okay. Aber ich gehe dann einfach nachher über die Dächer.
da wieder hin zurück und gehe jetzt erstmal rasten. Oh, hier sind ein paar Sachen noch, die ich vergessen habe. Frage ist nur, wo war nochmal ein Rastplatz? Oh, ich bin schon weit jetzt gekommen, ne? Ohne... Aber es muss, ich muss. Es geht nicht, ich kann jetzt nicht. Da ist noch ein Wolf, oder was? Ist der irgendwie gebuggt? Hä? Händler mache ich, ja. Ich weiß aber nicht mehr, wo ein Händler war. Guck mal, überall Leichen, Alter. Ich habe hier gut aufgeräumt. Hier. Okay, erstmal rasten. Dann würde ich sagen, reisen. Nee, hier kann ich ja auch Sachen ausgeben. Vergesse ich immer. Körpermerkmale kann ich nicht machen. Angriffs... Nee, da brauche ich Gebetsperlen. Ich kann... Soll ich ein paar Geistesembleme kaufen? Von denen habe ich jetzt aber 125 im Lager. Hm. Wo war denn noch mein Händler? Kürbissamen kaufen. Dann kann ich mehr Kürbis in die Flasche machen, ne? Fun Fact, ich mag Kürbis übrigens überhaupt nicht im echten Leben. Kürbissuppe und sowas, dann immer gerade im Oktober, wenn Leute irgendwas mit Kürbis machen und denken, sie sind dann voll kreativ, weil sie anstatt der normalen Zutat dann irgendwas mit Kürbis verfeinern. Oder ein Spicy Pumpkin Latte. Ciao. So, hier ist der Dude, vielleicht gibt er mir schon was, ich habe ein paar Ratten erledigt. Ja. Ashina Esoterik Text. Keine Ahnung, wo ich das abgib. Keine Ahnung. Ashinari Ryuha to yute mo tada iksa ni katsu nezumi gari ni nani yori onoshi no iksa ni yakudateru ga ii. Der klingt geil. Okay, neuer Skill Tree, sagt ihr? Es ist schon echt kompliziert, das kann mir keiner sagen, ey. Dass es nicht kompliziert ist. So, hier war doch ein Händler. Wo war der nochmal? Um die Ecke oder nicht? Oder ist der jetzt weg? Nee, der ist da. Der ist infiziert? Oh, der hat aber viel Scheiß. Hm. Kürbissamen, habt ihr gesagt, ne? Ein Samen, dem künstliche Heilwasser entspringt, Emma kann hiermit die maximale... Oh, das ist gut. Ja, das ist sehr wichtig. Das kaufe ich auf jeden Fall. Und jetzt habe ich das ganze Geld weg. Das ist aber gut. Das verlieren wir jetzt nicht. Blutprobe nehmen. Enthält stillstehendes Blut. Emma kann dies nutzen, um ein Heilmittel gegen Drachenfäule zu finden. Okay. Also ich muss zu Emma, Alter. Ich kann nichts mehr kaufen, ne? Gegenmittelpuder. Oh, wenn ich schon da bin, kaufe ich mal eins. Kann ich was verkaufen? Nö. Jetzt gehen wir mal zu der Alten. Der Typ ist irgendwie am Verrecken. Karlenberger, danke dir für deinen Prime-Sub. Schon 2 Monate und er sagt, Mann. Astifant. 3 Monate, danke, danke, danke. Madenmann habe ich schon lange nicht mehr gehört. Tja, das waren noch die guten alten Dark Souls 3 Zeiten, Leute. Maruda-Tempel. Okay. Huh! Ja, falls ihr es verpasst habt, Kalle hat übrigens, wieder 20 Euro gespendet und Stamini 30 Euro und sagt, okay, Liebe, keine Ahnung, was ich noch sagen will, still number one. Peter Meffert, 14,20 €. Ach, Leute. Also auf jeden Fall, da mache ich kein Geheimnis, das ist der lukrativste Stream, den ich bis jetzt hier hatte. Und ich weiß nicht, was da los ist. Ich sag einfach nur wirklich danke. Ich finde das cool, weil es wirklich mittlerweile ist, dass ich habe mich jetzt selbstständig gemacht, ich mache die Scheiße tatsächlich. Es ist aber echt ziemlich viel für einen Stream, gebe ich zu. Aber es gab schon einige Streams, da gab es gar nichts und so ist das, aber ich weiß gar nicht, ich rechtfertige mich schon wieder. Es ist halt auch weird, Mann. Was soll ich machen? Ich bin da noch nicht dran gewohnt. Ich sage einfach danke und ich glaube, damit ist dann gut.
Ich will euch ja auch nicht auf die Nerven gehen damit. So, wie viel habe ich denn jetzt? Ich habe ja eins gegeben. Ja, die hat es jetzt gemacht, ne? Jetzt gebe ich noch den Drachenfeuer. Ich glaube gleich des Blutes vom Bildhauer. Sie ist nur ein wenig verunreicht. Die genug, ich glaube schon. Okay. Also wieder mal so ein Ding, was mich dann doch an die... Ich weiß, ich überspringe viel von der Lore oder von der Story, nenne ich es jetzt mal, ja. Aber so mehr oder weniger ist schon halt ähnlich wie diese, wie die Handlung von Kingdom, oder? So ein bisschen so Zombies breiten sich aus halt im feudalen Japan. Es scheint irgendwie so ein Ding zu sein in Japan, dass die das in der... Das ist sie beschäftigt irgendwie, so Zombies. So, jetzt einmal rasten, jetzt müsste ich 4 haben, okay. Händler, Donny. Welcher Händler eigentlich? Ich hab auch kein Geld mehr. Also ein Händler würde mir jetzt nichts bringen. Kann ich hier noch... Nee, komm, wir gehen jetzt mal zurück zu dem, wo ich gerade war. Ich glaube, da kommt dann langsam ein Boss, oder? Da war doch das Monster. Geldsack. Aber ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit nur irgendwie Händlerkrams machen. Ich will jetzt mal Progress machen, Leute. Wir probieren es doch erstmal ohne Hilfe aus. Und mal gucken, wie weit ich komme. Nicht, das war woanders. Hier, das. War das... Wo war ich nochmal? Kingdom spielt in Korea, das stimmt. Da hast du recht. Robocop, stimmt. Sorry, my bad. Ich habe das verwechselt. Ja, aber ja, ich glaube, die japanische und die koreanische, südkoreanische Geschichte ist, oder es ist Geschichte, die haben viele Ähnlichkeiten so in der, was sie so an Geschichten haben und sowas, ne? Oder wie soll man das formulieren? Donnys neues Talk-Format, ja. Nachher, die hassen sich, ja, also as far as I know. Ach, keine Ahnung, ihr wisst doch, ich krieg doch bei mir nicht irgendwie jetzt die Infos, die mit der ihr irgendwie eine Hausarbeit schreiben könnt. Ich weiß es doch auch nicht genau. Ach komm, nö. Der hat Ballistik. Kultur meinte ich genau. Da gibt's schon Ähnlichkeiten in der Kultur, oder nicht? Hab ich, glaube ich, mal gelesen irgendwo. Meine Güte, ey, da muss man heutzutage echt... War nix. So, ich raste nochmal. Koreaner machen einen Großteil der japanischen Bevölkerung aus, sagt Tato. Naja. Da gibt's auf jeden Fall irgendwie, haben die da Gemeinsamkeiten. Ich weiß auch nicht, wie das da genau damals entstanden ist mit dem... Da gab's doch auch irgendwie immer Kriege und irgendwelche Eroberer und sowas. Keine Ahnung. Ich gehe jetzt... Ich muss den ganzen Weg halt nochmal laufen jetzt, ne? Diesmal habe ich ausgewichen, du Arsch. Bin ich ausgewichen. Man kann Kugeln blocken, gut zu wissen. Aber ich glaube, da muss man schon ein bisschen weit weg sein. So, ich gehe jetzt hier wirklich nur cheesy einfach weg von den Leuten. Ich will einfach nur da ankommen, wo ich hin will. Ich bin der schnellste Mann auf der Welt. Schnellste Mann, haha. Schnellster Mann, ja, scheiße, bin runtergefallen. Ich bin nicht so schnell, wie ich dachte. Jetzt schießen die wahrscheinlich alle auf mich. Okay, ja, das ist gefährlich, was ich hier gerade mache. Aber es läuft. Habe ich denn alle hinterher? Ah, komm, ich muss die kurz machen. Ah, ne, es sind zu viele. What? Einfach rein, Mann! Ich bin verrückt! Ah, der geht wieder zurück, oder? Haut ab! Geh nicht zurück! Nein, die geht nicht zurück! Scheiße! Scheiße! Ich bin hier irgendwie gelandet und ich kann hier nicht irgendwo hochklettern. Und hier ist überall, hier sind Leute, hier sind Sachen. What? Okay, scheiße. Wieso kann ich nicht irgendwo hoch? Brennender Bulle? Ey, komm, scheiße. Ja, wie soll ich das machen? Was hat denn der da auf dem Arm? Sieht aus wie Pingu. Okay, jetzt kann ich aber hier... Nee. Okay, ich muss nochmal... Ich kann nirgendwo hoch, weil es ein Boss ist. Okay, es macht Sinn. Ich versuche mal hier tatsächlich mal zu parieren. Eine Kugel.
Ja, okay, wow. Aber ich kann ja gleich rasten. Ich muss nochmal machen. Nice, okay, es geht tatsächlich. Soll ich rasten? Ah, nee, komm, ich nehme eine Kugel. Ich komme nie mit dem Bullen klar. Hm. Yossi, Yossi! Danke dir für deinen Prime-Sub. Und Kahlenberger hat auch schon 2 Monate. Aber ich habe aber schon gesagt. Haha, wie habe ich mich wegen Madenmann dran erinnert? Ich gehe mal hier lang so. Ich muss mich, glaube ich, mal dahin schleichen. Den ganzen Weg. Wieso kann ich da nirgendwo hoch? Doch, so geht's. So könnte klappen. So könnte es klappen. Oh, hier ist auch ein Weg. Ha, Hallöchen. Ha. Das ist auch gut. Vielleicht geht's hier noch, ist das eine Abkürzung oder so? Be water, my friend. Danke dir für den Geschenksub. Thank you, sir. Da geht's doch zum Ding. Okay, das war eine gute Abkürzung. Okay, nice. Aber die 2 muss ich wahrscheinlich immer machen, oder? Oder kann ich da irgendwo anders lang? Sehen die mich? Nee. Ah, das ist der Typ, der einfach auf den Boden hämmert. Okay, gut. Naja, geil. Der eine ist ja mit Schwert, der andere ist mit einer Waffe. Dann kann ich die jetzt schnell machen. Das geht ja schnell. So. Hat mich keiner gesehen. Dann ist ein neues Tagformat. Ja, pass auf, am Ende nenne ich es wirklich so. Okay, der hat Feuer. Deswegen lege ich mir jetzt mal ein bisschen die Sachen anders hin. Das war doch Löschpulver. Okay, gut. Löschpuder meine ich. Puder? Weil der hatte auch Gift, habe ich, glaube ich, das Gefühl gehabt vorhin. Gegenmittelpuder. Ich glaube, das war, ich meine, da war irgendwie auch was mit Gift eben. Summer GK, danke dir für 2 Monate. Okay. Wo ist der Dude? Nicht hingucken. Lassen die den jetzt frei, sobald die mich sehen? Oder was? Wo ist der denn? Ich da noch dran? Die Haltung breche ich doch nie! What? Wie soll das gehen? Das, ja, ich versuche gerade wie Dark Souls zu ich versuche zu viel wie Dark Souls zu rollen. Ich krieg das raus. Ich krieg das raus. Ich krieg das raus. Ich krieg das raus, Leute. Der wird immer nerven, dieser Schütze, ne? Komm. Ah, shit. Ah, ich bin falsch. Ah, ich bin falsch gegangen. Ja, lad du mal nach, du Depp. Ich bin falsch rumgegangen, Mann.
Ah, wo bin ich denn jetzt wieder falsch abgebogen hier? Keine gute Idee. YOLO. Aber der Bulle macht ja alles kaputt. Oder wie, der Bohr. Wie soll denn das gehen, Leute? Jetzt mal ernsthaft. Ich guck mal nochmal an die Händler. Oh, vielleicht hat er was, was ich... Ich habe mir nicht alles durchgeguckt. Feuerwehr rufen, ja. Warum heilt er nicht? Ja, weil heilen für Anfänger ist. Dunderjäger. Oh, ich hab's Gefühl, der verreckt aber bald. Hat er noch irgendwas, was ich vielleicht... Hier, Feuer. Erzeugt ein ohrenbetäubendes Geräusch, das Tieren Angst macht. Der kleine Robert und sein Vater verkauften sie, um auf Reisen zu finanzieren. Ja, das kaufe ich mir. Wo ist denn meine... Wo ist denn mein... Kann ich das direkt verkaufen, die Tasche einfach? Ja, ne? Ich hab doch so eine 500er Tasche noch irgendwo. Öl habe ich auch nicht benutzt. In Öl gebadete Feinde können leicht in Brand gestellt. Aber der, wenn ich auf den Öl schütte, vielleicht? Weil der brennt. Hm. Aber muss ich jetzt zu dem Dude gehen und das wieder erstmal dran schrauben lassen ans Modul? Der verreckt uns bald, Leute, der Typ da. Warte mal, kann ich das jetzt so dran machen? Ja, verstehe ich nicht ganz, wie ich das jetzt hier benutze. Dieses Feuerwerk vom Robert. Robert! Ich weiß auch gar nicht, wo das ist. Der Opi macht das, ja, der Uwe. Der Uwe, der alte Lustmolch, Alter. Wie mache ich eigentlich diesen Slide? Den habe ich auch noch nicht gelernt, obwohl ich den schon geholt habe, ne? Der Bratfisch 94. Schon 4 Monate. Vielen Dank. Er sagt Loom Donny. Summer GK, habe ich glaube ich schon gesagt. Sag ich trotzdem. Ja, einfach nochmal. 2 Monate. Danke. Sprint, Ah ja, stimmt. Haha. Pack! Aber viel bringt es auch nicht, oder? Naja, vielleicht. Irgendwann. Man kann halt cool anrutschen irgendwo. Roberto! Federico! Ja, ist es jetzt herstellen? Ah ja, doch. Okay. Ja, geil! Warte mal. Das habe ich jetzt immer und dann kann ich jetzt nur die Geisterembleme, kostet mich das. Ey, langsam, Leute. Vielleicht macht's einen Klick, macht's noch nicht. Wollen wir mal jetzt ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, aber... Okay, das können wir noch nicht verbessern. Feuerwerks. Jetzt gucken wir mal. Jetzt gucken wir mal. Ich bin guter Dinge jetzt. Besserer Dinge. Ich muss aber schiffen bald. Was brauchen wir denn nicht für den Dude? Flammenrohr habe ich auch noch nicht benutzt. Hätte ich auch gegen schon mal benutzen können eigentlich. Shinobi. So. Haha. Silvester, Alter.
Voll gut. Okay. Dann gehen wir mal das den Bohr kaputt machen, oder? Kennen wir ja von, Age of Empires! Heute hat es eher Klimper gemacht als Klick-Klick. Ja, das stimmt. Kann ich nicht irgendwie jetzt hier schon anders rechts lang, damit ich nicht immer an dem Typen vorbei muss mit dem, bei der Muskete? Borleur verkackt, ja, das kennen wir. Kenn ich gut. Ich mache einfach strebermäßig, komm, schieß. Dann kann ich den so machen. Ah, ich habe schon wieder das Geld vergessen. Ja, nice. So, diesmal konzentriert. Hier lang war das nämlich, genau. Das habe ich letztes Mal verpeilt. Ich bin Donny und ich zünd den Knaller! Hab ich fast verkackt. Muss ich mal überlegen, wie ich das mache gleich. Ich guck mal, wie er reagiert auf. Scheiße, Mann. Aber ich brech dem überhaupt null die Haltung, Mann. Ich weiß steh nicht, wie ich das... Vielleicht so im Kopf oder so? Aber der hat nur eine Lebensleiste. Scheiße, ich hab kein Dings mehr. Ach fuck! Ich bin schon wieder auf den scheiß Kamera. Fuck. Gekommen. Ich hab keine Embleme mehr. Wie soll ich den jemals runterkriegen, Mann? Verstehe nicht wie. Muss ich den irgendwo bestimmtes treffen oder so? Öl? Ich habe das Öl nicht ausgewählt. Wollte ich aber eigentlich machen. Ich kann Start drücken. Ah. Aber wo habe ich denn Öl jetzt? Hat da. Parieren vielleicht? Könnte auch gehen. Okay, Öl bringt nichts. Öl ist Quatsch. Scheiße, Mann. Ich finde den schwer. Ey, ihr seid doch wahnsinnig, Mann. Wurde jetzt nochmal 50 Euro gespendet. Ich weiß offiziell nichts mehr, was ich dazu sagen soll. Ich sage einfach nur danke, danke, danke. Wahnsinn. Wahnsinn. Ihr seid heute extrem krass großzügig.
Sehr guter Try, weiter so. Das klingt schon mal gut. Das klingt zuversichtlich. Das ermutigt mich, weil ich bin mir nicht sicher, ob es ein guter Try war. Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir machen mal einen Try, wo ich wirklich direkt mal versuche, den zu parieren. Woody, vielen Dank. Danke, 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 danke. Stark. Da streiten sich die zwei Dudes und da muss halt eine Frau dazwischen kommen und einfach mal sagen, was Sache ist, ne? So ist das halt. Immer im Leben. Komm, du Schwein. Ich mach richtig gut Damage, sagt ihr? Ich mach jetzt diesmal auch dieses... Wir müssen mal aber... Also das kann ja nicht angehen, dass ich jeden Boss immer diese Haltung ausstellen muss. Das hier. Weil das passiert mir halt automatisch mit den Controllern. Ich weiß nicht, ob man das so checken kann, aber hier steuere ich halt. Da kommt man immer so drauf im Eifer des Gefechts. Aber ich brauche das ja auch irgendwie. Wie soll ich denn das machen? Soll ich mir das auf eine andere Taste machen? Du musst nur die HP runterhauen. Ja, Problem ist, ich habe noch nicht so ganz gecheckt, wie ich den dodge. Ich will mal einmal probieren, ob ich den parieren kann. Ohne, dass ich jetzt mal in den Chat gucke. Aber auf die Alerts gucke ich. Boon87, vielen Dank für dein Sub. 3 Monate schon. Ballern, sagt er. I try. Oh, ich bin echt der ungeschickteste Kletterer hier in dem Spiel. Leg's auf den anderen Stick, ja, aber da... Das brauche ich auch zum... Das ist mein Login-Stick, Dings, weißt du? Damit tue ich die Gegner anloggen, das ist schon so verinnerlicht bei mir. Wegen allen Spielen eigentlich, nicht nur Souls-Spiele. Das ist einfach immer mein Login-Stick. Oder Login-Knopf. So, wir machen das wieder so. Wir haben Geld vergessen. Ich komme immer auf den linken Stich zum Schleichen. Ja, ich weiß, aber es ist... Ich versuche mal ruhig zu bleiben, aber bei dem... Und ich will immer parieren. Ich will mal gucken, ob ich ihn parieren kann. Das ist jetzt ein Testversuch. Wir haben ja nicht so viele Fähigkeitspunkte, können wir ruhig verlieren. So, erstmal den triggern. Dann überfährt er die beiden. Oder? Nicht? Doch. Wie soll ich denn den parieren? Okay, so zum Beispiel nicht. Tot. Nice. So geht's doch. Ich bin schon wieder geduckt, ne? Ich bin schon wieder geduckt. Das ist unglaublich. Das ist so schwer für mich. Jetzt schiebt er mich erstmal weg. Geil. Kann ich nicht aufstehen? Ach, scheiße. Tausche Schleichen mit Lauschen. Dann habe ich... ich muss es einfach... Ja, aber ich brauche Schleichen ja beim Spiel auch. Komm, wir hören uns nicht rumheulen. Ich mache es einfach für den Boss jetzt aus, fertig. Es ist einfach so. Keine Ahnung. Es muss so irgendwie... Ich muss da mal ein andermal mich damit beschäftigen, wie ich das anders machen kann. Nee, nicht einfach löschen. Nee, einfach löschen. Hallo? Ja. So. Ah, ich hasse den Typen so hart. Scheiß drauf. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin auch nicht so gut im Movement, ey, wie ich immer springe und so. Das ist immer so ein bisschen verkrampft alles. Zum Beispiel hier, diesen Doppelsprung checke ich noch nicht so genau, wann ich den... Das sieht doch mal scheiße aus, wie der immer ankommt. So, ich habe es jetzt nicht mehr, ich kann nicht mehr schleichen, das ist gut. Jetzt kann ich drauf drücken, wie ich will. Ich mach den jetzt. Ich nehme mir noch ein Kügelchen, Alter. Öl war auf jeden Fall nix. So wie ich das richtig wahrgenommen habe. Okay, wir haben zwei Auferstehungsdinger. Wenn ich es richtig verstanden habe, wir haben genug Dinger. Geistembleme für ein paar Mal ballern. Und ich habe das Gefühl, hier muss man bis hier kommen mir meine Dark Souls Künste zugute, oder? Mit dem Dodgen. Das mache ich doch schon ganz gut, oder nicht? Glaube ich. Bei dem musst du dodgen auf jeden Fall.
Ja, wenn man es richtig macht. Zur Seite halt. Oh shit, das war dumm. Naja, war gut. Ah, da kommt man nicht weg. Ah shit, verkackt. Ah, steh auf! Wie geht es noch mit dem Aufstehen? Warum stehe ich immer nicht auf? Steht denn seine Energie da oben, Masse? Ah, dieser Hurenbulle, Mann. Ich mach den langsam, komm. Ah, die war verschwendet und tot. Nein! Ich muss kurz auf Toilette, Leute. Ich mach den heute noch. Verzeiht mir mal kurz. Entschuldigt mich kurz, meine ich. Gleich wieder da. So, ich schaff den. Oh, und schon wieder ist das Licht so rötlich hier. Ach, leck mich doch einfach am Arsch. Okay. Pinkelpausen sind immer total schnell, ja. So ist es halt bei mir. Wo war ich denn jetzt hier? Stehen geblieben hier. Donny war im Solarium. Nein, das ist nämlich das Problem mit dem Licht. Das ist hier der Weißabgleich. Ich sehe, das ist einfach das Scheiß. Guck mal, wenn er jetzt... Verstehe das immer nicht. Irgendwas ist kaputt mit dem Weißabgleich von den Lampen. Deswegen sieht alles rötlich aus. Das nervt mich. So viel Self-Awareness habe ich leider. Achso, ich muss noch Snuts ausmachen hier. Das sieht natürlich auch die ganze Zeit schon RAM. Danke dafür. Und Mozilla auch. So. Ich mach den jetzt. Ist doch egal, Donny. Ja, ja, I know. Es ist eher tatsächlich nicht, wie man denken könnte, Eitelkeit. Es ist einfach nur, ich bin da so ein bisschen Perfektionist, wenn ich schon irgendwie Geld ausgebe für zwei Lichter und eine Kamera und so und es einfach seit 100 Monaten nicht so aussieht, wie ich es haben will, dann nervt mich das halt. Diese kleinen Dinge, die mich verrückt machen. Kann man in der Luft auch? Ich mach den jetzt fertig, den Bullen. Ganz einfach. Fertig ist die Kiste. Ist irgendwas passiert, während ich eigentlich weg war? Nee, ne? Ja, morgen ist Feiertag, ne? Habe ich gar nicht gecheckt, ehrlich gesagt.
Seid ihr alle heute schön am Feiern noch, oder was? Wie sieht's aus? Wer geht von euch noch aus? Ich mach grad ein bisschen Pause so für mich. Auch so mit dem... Ja, mal ein bisschen ruhiger machen gerade. Bisschen mehr Fokus auf Arbeit legen, was jetzt halt auch Streaming ist bei mir. Und ein bisschen weniger feiern gehen und irgendwie sinnlos... ...sich kaputt machen. Mit irgendwie späten Nächten und so weiter. Trying to be a bit more brav gerade. Jetzt kann ich hier natürlich nicht schleichen, wenn ich das den Schneidknopf nicht mehr habe. Donny abfeiern. Ah, Coconut Pete. Coconut Pete. Coconut Pete. Coconut Pete. Vielleicht gehe ich einfach direkt mal von Anfang an hier hoch. Hallo, ich würde gerne einloggen, danke. Scheiße. Nein, er trifft mich dann doch, warum? I don't know. Der ist so wild, Alter. Ich hau ihn nur noch in den Arsch einfach. Guter Try. Aber der war nicht schlecht, der war schlecht. Einmal verkackt und dann bist du wieder im Hintertreffen. Ah nein, Mann! Ich hatte so ein gutes Momentum gerade. Ich scheiß jetzt mal auf diese komischen... Ah, ich weiß immer nicht, auf welcher Seite man an ihn vorbeikommt. Oh, das nervt! Das ist schwierig, an dem vorbeizukommen irgendwie, wenn er diese Scheiße... Der hat so... Das Ding ist so breit, ey. Ich hab's gejinxt, das stimmt. Also jetzt ist der Versuch. 100 Pro. Mann, der Typ nervt mich hier jedes Mal, was man den machen muss hier. Jetzt stirb. Vielleicht sollte ich einfach auf den Scheißen und immer hochspringen gleich. Viel Spaß bei L'Oreal, du Arschloch. Das ist echt die weirdeste Donation bis jetzt auf dem Kanal. Ich dachte kurz, da gibt's Streit oder so. Ich dachte kurz, um Gottes Willen. Weil wenn man eins sagen kann über die Community, die sich jetzt hier irgendwie, die es jetzt hier irgendwie gibt, dann ist es echt, dass das immer sehr, sehr friedlich ist und die Leute cool miteinander umgehen. Das gefällt mir sehr gut, sehe ich auch immer im Discord. Mr. White ist wieder da. Moin. 5 Subs hat er gleich mal verschenkt. Danke dafür, Mann. Hoffe, dir geht's gut. Ah, ich hab den Falschen angegriffen. Scheiße. Ja, das finde ich auch super hier. Nice, Mann, Noob Corfu. Hoffentlich halten wir das auch so. Dass die Leute so diesen Umgangston haben. Wir sind schon recht viele, aber noch sind wir, glaube ich, eine gute Zahl, wo halt noch das überschaubar ist. Das. Ich hoffe einfach, dass bei mir nie Trolle oder so auftauchen. Das wäre so schön. Die verderben einfach immer den Spaß an allem. Ja, warum kommt der nicht raus, der Bulle? Jetzt überfahr die mal, danke. Die hauen auch ab. So, jetzt nochmal einfach eine schöne Posi auf ihn kriegen, wie letztes Mal. Ja, scheiße. Ich sehe einfach nichts. Ah, scheiße. Zu spät. Das ist so hart, ey! So chiselt. Macht's am Kopf mehr Damage oder nicht? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ah! Nein!
Nein, scheiße, verkackt. Ich weiß nicht, wie ich an dem vorbeikomme, Mann! Jetzt. Nein! Stark. Noob Corfu sagt übrigens, ich muss wirklich sagen, das ist jetzt mein zweiter Stream bei dir und ich fühle mich erstens sehr gut unterhalten und zweitens in der angenehmen und respektvollen Stimmung wohl. Ah, oh Mann. Hammer, vielen Dank. Das geht runter wie Öl, das lese ich sehr gerne. Topscore, danke für deinen Prime-Sub, Mann. Wir machen das jetzt nochmal mit ich glaube, der beste Try war, als ich auch ein bisschen geblockt habe, ne? Ich glaube, ich muss einfach die ganze Zeit mal ein bisschen mehr blocken. Wir haben eigentlich sonst alles hier, was wir brauchen. Ich gehe nochmal hoch. Ich krieg den hin. Den schaffe ich für diese Folge, auf jeden. Einfach weg! Ja. Okay. Ich wollte mal gucken, ob ich das... Jetzt schießt er wahrscheinlich nochmal, ne? Bocken ist nur ein schlechter Parry. Ja, Parry habe ich vorhin versucht, aber es ist nicht so ganz... Ich check nicht so ganz, wo eigentlich... Wo quasi, wie soll man das sagen, wie sein Schwert ist sozusagen. Schwert. Egal, ich mach das jetzt einfach, Mann. Das kann doch nicht so schwer sein, der Depp. Stilvoll. Ich muss dir direkt mal Aggro machen, weil sonst kommt der, dann nerven die beiden. Das ist echt übel. Könnt ihr mal die umbringen? Genau, danke. Schon tot. Das gibt's nicht, ey. Heftiger Gegner einfach. So unberechenbar, so schwierig zu erkennen, wo eigentlich vorne und hinten ist. Scheiße. Oh! Langer Stream heute, Leute. Für meine Verhältnisse. Aber ich will... Kann man drüber springen, wenn er angreift? Gute Frage. Habe ich noch, auch noch nicht ausprobiert. Fick dich mal in Arsch! Klesma! Danke für 2 Monate. Hey yo, Captain Jack. Bring me back to the... Ich habe nie verstanden, was er da eigentlich sagt. Habe ich auch immer nur so genuschelt bei Partys. Hey yo, Captain Jack. Bring me back to the railroad track. Habt ihr gemerkt? Railroad track. Weiß aber nicht, was er genau gesagt hat. Railroad track? Wie krass war das übrigens letztes Mal, dass uns Faraz Khan geraidet hat, oder? So krass, ey. Ich habe von dem, glaube ich, alle Videos schon gesehen. Der ist voll so ein... In meinen Augen ist es ein Star, so. Weiß auch nicht. Fand ich voll abgefahren. Gerade erst heute wieder sein so ein No-Hit-Run von dem angeguckt. Und zwar das Ashes of Ariandel. War schon 3 Jahre alt, das Video. Aber trotzdem, ist voll krass. Wer? Faraz Khan, also ist so der einer der Top 5 Dark Souls Spieler der Welt. Aber der spielt leider nicht mehr Dark Souls. Spielt jetzt aber Sekiro. Und macht da auch so No-Hit und No-Death-Runs. Und was mir auch ein Rätsel ist, wie das menschlich möglich ist, aber... Ja, Katja, da hast du recht. Was macht der Master? Ich hoffe, du bist fleißig am Schreiben, ja? Und nicht nur... Einer von den Leuten, die sagen, die machen Master, aber eigentlich machen sie gar nichts. Hä? Weißt du, was ich meine? Kenn ich. War ein guter Versuch, oder? Können wir machen, mal geduldig.
Ist ein guter Versuch gerade. Nein! Jinxen! Gejinxt, selber gejinxt! Aber den seine Haltung wird eh nie gebrochen. Jahre, Leute! Wo ist er? Come on, das schaffen wir. Come on. Kack jetzt nicht. Können die nicht mal sterben, da am Anfang die zwei Dudes? Fick dich mal wirklich, ey, das nervt mich. Warum stirbt er nicht? Kill den doch mal da.
Nur wegen den zwei Idioten am Anfang, ey. Warum hat er... Sorry, es hat mich so genervt am Anfang, dass die zwei Dudes da nicht gleich sterben. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Diese zwei Vollidioten da. Ja, ich habe zu viele Items, ich weiß. Löschpuppe lasse ich mal drin. Aber habe ich nicht noch was? Ich nehme mal so ein Konfekt am Anfang jetzt diesmal. Kann ich den nicht auch irgendwie? Nee. Ich schaff den. Come on. I got this, guys. Guys, I got this! Eigentlich finde ich nur den Anfang am schwierigsten, weil bis es erstmal sich eingependelt hat, wo man den so ein bisschen unter Kontrolle hat. Der Anfang nervt mich am meisten. Aus irgendeinem Grund. Ich krieg noch nicht raus, wie er direkt diese zwei macht am Anfang. Vielleicht hier hin so? So ist gut, okay, so machen wir es die nächsten Mal auch. Jetzt habe ich ihn unter Kontrolle. Warum macht es dem da nichts? Verstehe ich nicht. Was soll das? Warum hat es dem nichts gemacht gerade? Das Feuerwerk. I don't get it. Got this, come on. Come on, wir haben den. Haltung ist gleich gebrochen. What? Nein, 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 nein.
Fuck off! Das ist es, Leute, ihr wisst's. Ihr wisst, dass es das ist. Gott, das Einrasten von dem Ding nervt mich manchmal so hart. Das haben sie nicht gut programmiert, finde ich teilweise. Okay, wow. Naja, mal was anderes, ne? Ist der tot überhaupt? Ja. Finger sind warm, ja. Jetzt, ich mach den platt jetzt, komm. Hey Simon, danke für die Gifted Subs übrigens. Sorry, ich muss hier gerade so einen Bullen kaputt machen. So, hier hingehen, dann geht er da hin. Gut. Ja, nice. Okay. Ich hab keine Angst vor dir. Scheiße. Ja, die scheiß Feuerwerkkacke da immer. Warum manchmal nicht? Du kannst nix, Mann. Ich verstehe nicht, warum das manchmal ihm was ausmacht und manchmal nicht. Ich habe zu viele Items da unten in dem Scheiß. Ah, bis man da immer die Scheiße findet, ey, zum Heilen. Das dauert immer 100 Jahre. Gah. Fick dich, du... Ich verstehe das Feuerwerk nicht. Warum macht es ihm manchmal was aus und manchmal nicht? Ach so, lange gedrückt halten. Okay, gut, wusste ich nicht. Jetzt drücke ich auch noch R2 statt. Ach komm, jetzt ist aber. Jetzt wird es unkonzentriert. Scheiße. Also die zwei habe ich mittlerweile drauf. Jo, habe ich jetzt gesehen mit dem Cooldown, Leute. Alles gut. Ich kann den auch, glaube ich, nur mit Parries machen, tatsächlich, mittlerweile.
Nur weil er nicht stirbt, weißt du, das ist. Jetzt habe ich die Hälfte Energie, weil der Depp nicht stirbt am Anfang. Warum? Das nervt. Scheiße. Mein Fehler. Ja. Ich will gerade heilen. Es ist nicht so schwer, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Warum immer so Kleinigkeiten, die mich rausbringen? Es ist jetzt, glaube ich, auch ein bisschen die unkonzentrierter, weil der Stream jetzt schon länger geht und so, aber ich bin motiviert. Ich krieg den hin. Wir haben einen schönen Sonntagabend gemeinsam gerade, Leute. Ich habe auch ein Mittagsschläfchen gemacht. Ich bin nicht müde, aber unkonzentriert bin ich jetzt langsam. Immer wieder das Gleiche machen, das macht einen einfach wahnsinnig, Mann. Ich parry den jetzt einfach weg. Ich hab den drauf und ich mach das. Das wird der Try. Fertig. Leute, pass auf. Volle Konzentration für mich jetzt. Ich sage jetzt nichts. Ich hab ihn! Jetzt aber, oder?
Dann. Geh, geh. Was für ein dummer Scheißbulle, Mann. Jawohl, es ist Steak im Haus. Jawohl, es ist Steak im Haus. Woody, danke für 50 Euro nochmal, Alter. Ihr spinnt doch. Ah, oh, ihr seid so verrückt. Ganz kurz, das ist auch noch eine Sache, die mich krass nervt. Jetzt, wo es zu Ende ist, geht immer noch die dramatische Musik weiter und ich kann nicht in Ruhe die Sachen lesen. Das macht mich voll wahnsinnig, dass es so weitergeht mit dem Drama. Und ich will das einfach jetzt in Ruhe lesen. Aber hey, danke, Woody. Woody Badehose, a.k.a. Woody Badesö. Ich hab mir jetzt gedacht, dachte immer Badehose. Jawohl, das ist der Game aus 50 Euro. Vielen Dank. So, ich muss es schnell lesen, damit ich diese scheiß Musik wegmachen kann. Okay. Ah, findet ihr das nicht auch? Das nervt! Was denn jetzt? Zweite Phase? Wo? Ich dachte gerade, was ist denn jetzt los? Clevy, danke dir für 6 Monate schon. Macht einen Daumen hoch, Smiley. Ja, wir haben es geschafft, aber wir machen noch ein bisschen weiter, würde ich sagen, oder? Immer noch ein bisschen. Ich gucke mich hier noch ein bisschen um. Freund oder Feind, Freund? Sempo Tempel auf dem Berg Kongo. Die immer, der Miyazaki immer mit seinen Religionen und so. Was denn das? Warum kann ich denn da hin? Das ist nicht die. Da wo der Bulle war, oder? Ja. Nee. Da war der Bulle. Hä, warte mal, meine Orientierung gerade. Da war der Bulle. Das ist neu. Ich muss jetzt erstmal rasten. Ey, aber der Try war nice. Den haben wir gut gemacht. Ey, da bin ich zufrieden mit. Am Ende dachte, habe ich nicht ganz gecheckt. Ich dachte eigentlich, hatte ich ihn. Da habe ich fast wieder verkackt. Kann ich irgendwas jetzt upgraden? Mann, Donny, danke für all die schönen Streams. Lara Celine, wenn ich es richtig ausspreche. Gerne. Bin sehr gespannt, wie das hier auf YouTube heute ankommt, weil das heute war es irgendwie sehr, sehr, weiß ich nicht, sehr, sehr twitchig, wenn ich mir mal das so sagen kann. Gefühlt für mich. Macht das Sinn? Weißt du, was ich meine? Es war wenig so ruhiges Erzählen und Spielen, sondern es war ja sehr viel Interaktion auch mit euch und so, aber ich fand's geil. Aber ich glaube, bin ja gespannt, wie es ankommt einfach. Ich gucke jetzt erstmal, was hier los ist. Da hinten ist ein, das scheint irgendwie so ein Miniboss zu sein, oder? Da oben ist so ein Riesen. Da ist so ein Dude. Ich könnte natürlich erstmal irgendwo hin zurück, wo ich vorhin Probleme hatte. Wo kam ich denn vorher nicht weiter? Da wo... Ich bin ja gerade in dieser Erinnerungsgeschichte, ne? Oder bin ich... Nee, bin ich nicht. Ich bin gerade im... Ich komme gerade nicht mehr klar. Ich bin in dieser... Hirata als Erinnerung. Aber da haben wir auch nicht viel gemacht. Bei den Schildtypen bist du nicht weiter. Ja genau, das war Hirata anwesend, oder? Sollen wir da mal hingehen? Komm, wir gehen da mal hin. Hab ich Bock. Boah, ich sollte mir eigentlich was zu essen bestellen, damit ich nach dem Stream was hab. Jetzt ist schon 22:30. Scheiße. Oder ich koch wieder was. Kein Bock. Alter, die ist unfassbar, die Donations, wie die heute reinkamen. Ich sehe jetzt... Es ist völlig krank heute. Also, ja, ist
einfach weird. War geil. Wie lange machst du heute, Forbo Jack? Weiß ich noch nicht genau, vielleicht noch, nicht mehr so lange, vielleicht 10, 15 Minuten noch, ein bisschen gucken noch. Kann aber sein, es länger, ich guck mal, wie es mir schon. Deine Streams sind eine super Unterhaltung und genau das Richtige nach einem nervigen Homeoffice-Tag. Spoiler MC, das sind auch sehr warme und schöne Worte, vielen Dank. Ach, ich weiß doch auch nicht. Ich bin auch mittlerweile so, dass ich jetzt, ich bin ja immer so jemand, der, ich bin sehr autodidaktisch. Raro übrigens, vielen lieben Dank für deinen Prime-Sub. Ich war schon immer sehr autodidaktisch mit allem, was ich gemacht habe. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich halt scheinbar so viel, ich wollte jetzt sagen, will nicht sagen kann, weil ich ja immer auch schon gesagt, also wenn man meinen Wikipedia-Eintrag anguckt, dann sind halt irgendwie, glaube ich, gefühlte 20 Berufsbezeichnungen drin. Und ja, ich habe die meisten Sachen von denen wirklich auch gemacht. Manche weniger gut, andere gut. Aber ich habe halt immer irgendwie, wenn ich für irgendwas Interesse hatte und ich daran Spaß hatte und das dann auch noch vielleicht beruflich sogar verbindbar war, habe ich immer mich sehr versucht dann auch irgendwie Sachen so reingefuchst irgendwie. Und gerade mache ich das mit dem Streaming und worauf ich hinaus will, ist, ich habe neulich sogar bei einem anderen, so mich erwischt, wie ich so andere Streamer gucke und dann so auch schon so ein bisschen so, nicht beurteilen ist das falsche Wort, so, aber so. Und abgucken auch nicht, weil ich will auf keinen Fall irgendwie das irgendwie machen, wie andere anderes machen oder so. Man macht es ja automatisch eh ein bisschen wie anderes machen, weil es halt Stream. Labern, während man ein Videospiel spielt, ne? Also, hab ich jetzt nicht erfunden. Aber wie soll ich das erklären? Ich gucke halt so ein bisschen so und sehe schon so, ah, der macht das so. Ah, der macht das so. Ah, vielleicht nicht so geil so. Und dann weiß ich nicht, so. Das ist schwer zu erklären. Mach mal kurz die kleinen Gegner hier, oder? Komm, die können doch nichts. Feuerwerk, mein Freund! War aus Versehen. Ich hab vergessen, wie der Mikiri-Counter geht, ey. Mit A oder was? Aber irgendwie hab ich den nie benutzt. Und der soll so wichtig sein, laut Trant und auch euch. Bogachir 0815. 2 Monate, danke dir. Du bist der Geilste. Nein, du bist der Geilste. Ich bin nicht der Geilste, Leute. Ihr baut so ein Persönlichkeitsbild von mir langsam auf, dass ich auch noch dran glaube am Ende irgendwann. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen Imposter-Syndrom. Aber das machen wir dann bei Donnys... Was haben wir gesagt? Donnys Talk-Format? Nee, wie haben wir es genannt? Hashtag was? Arbeitstitel. Ich mach die jetzt kurz Harakiri-Style hier, oder? In Stoßangriff rein, Deutschen. Ja, aber mit welchem Knopf? Okay, die beiden sind auch völlig verpeilt. Also wenn ich einen fucking Riesenbullen parryen kann, dann kann ich dich ja wohl gestern schon parryen. Gefühlt. Mann, das Sinn macht. Macht keinen Sinn. Come on, bitte. B, Kreis, ich weiß nicht. Ja, mal gucken. Irgendwas. Oh, ich habe Fähigkeitspunkt geholt. Nice. Der mysteriöse Dodge-Knopf wird zwar sein. Ja, aber... Ich weiß aber nicht mehr, wie genau. So, jetzt kann ich die Leute mit der Axt fertig machen. Nice. Erstmal den einen. Ja, die sehen das, glaube ich, auch so, du Depp. Ja, scheiße, hätte ich killen können. Jetzt ist er tot. Ja, Mann. Ja. Um dich wieder einzufangen, Double T. Ja, es ist mein Cousin Thomas übrigens. Lustig, dass du die Geschichte noch kennst. Ist einer meiner Favorites auf jeden Fall. Haben, glaube ich, aber nicht alle gecheckt. Ich habe doch dieses Ranzi-Ding auch mir geholt, oder nicht? So, der Schütze muss weg. Der ist wichtig. Der nervt. Scheiße. Den muss ich irgendwie kriegen, dass der andere auf mich zukommt.
Ach komm, wirklich? Ach komm jetzt. Ich brenne. So, jetzt kann ich den da unten machen. Brauch ich's noch? Nee. Nein, ich drück doch lange hoch. Das geht nicht mit dem lange hochdrücken. Ich hab doch gesagt, das geht so. Ich hab lange nach oben gedrückt. Ah nee, lange zur Seite. Scheiße. So, den kann ich doch machen, oder nicht, den hier? Warte mal. Ich verstehe nicht. Wie geht da mal der Mikiri-Counter? Ich weiß nicht mehr, wie der geht, Mann. War das der? B und dann... Ich check's nicht. Ich bin zu dumm gerade. Sorry. Ich check nicht, wie der geht. Ich drücke... Kreis, aber dann Attacke direkt oder was? Irgendwie macht der nichts Automatisches. Ich mach den einfach normal. Ich verstehe, ich bin gerade zu dumm. Ich drück B! B ist doch... Da, ich bin gerade... Vielleicht ist es jetzt auch mal gut. Ich bin ein bisschen am Arsch. Ich versuch's einmal noch. Nach vorne dann B. Jeder sagt was anderes. Ich check's nicht. Ihr meint mit B das hier. Ne? Kreis ohne Richtung. Ah, das war letztes Mal schon das Ding bei meinem Learning, ne? Dass man das ohne Richtung machen muss. Okay. Oh, ich bin der schlechteste Kletterer in diesem Spiel, wirklich. Ich denke immer, man muss den anderen Knopf drücken. B ohne Richtungstaste. Let's try this. Aber ich glaube, den hätten wir auch so geschafft, oder? Mit ein bisschen Parry und ein bisschen Dodgen. Mach Bock, der Move. Geht alles ohne Mikiri, hätte ich jetzt auch gedacht, aber ich mach's mal trotzdem jetzt. Wichtigste, ey, ohne Witz, aus meiner Sicht, der wichtigste ist der Schütze hinten. Der muss weg. Vielleicht kann ich es mit Schleichen machen, tatsächlich hier hinten rum. Aber ich habe keine Schleichentaste. Riecht gut hier. Riecht blumig. Vielleicht kann ich den ja auch einfach wutzig machen mit dem Backstab. Weißt du was? Ich bin verrückt. Ich bin ein verrückter Typ. Ich bin ein verrückter Typ. Ich mach, was ich will. Ich hab's gemacht. Ging nicht. Es geht nicht. Dieser Typ, der schießt, ne? Der ist einfach der absolut nervigste Gegner bis jetzt. Ja, ist gut. Leute, komm. Chillt mal. Ich kann es nicht! Ich kann doch mal aufstehen, oder? Ja, ich mach den jetzt. Der macht es super oft. Die ganze Zeit immer dieses Rot, das nervt. Ach. Leute, ich brauche neue Konzentration. Aber ey, immerhin haben wir dann sicher jetzt eine weitere Session gesaved, weil ich bin jetzt ein bisschen, mein Ehrgeiz ist zumindest geweckt, dass ich da weiterkomme. Warum bin ich eigentlich so weit?
Das war's für heute, Leute. Puh, was für eine Session, ey. Unglaublich. Also, was ich auf jeden Fall mache, ist fürs nächste Mal das Reparieren mit den Top-Donos. Das hat nämlich hier unten, das ist, seht ihr jetzt hier kurz, das hier, das hat irgendwie nicht mehr richtig funktioniert, weil das nicht mehr abgedatet habe, weil gerade heute wurde mir klar, das ist schon cool, wenn die Leute das auch quasi wie so eine Art, wie heißt das hier so, wenn man das würdigt, das werde ich auf jeden Fall versuchen mal wieder zu reparieren, weil das stimmt auf jeden Fall nicht mehr hier unten. Danke für den schönen Stream, Leute. Ich bin raus. Ich gucke mir gleich nochmal an, wenn ich raiden kann. Ciao YouTube. Seid nachsichtig mit euren harschen Worten bezüglich Sekiro. Ich kann nur sagen, ich hatte heute schon Spaß an dem Spiel. Also die erste halbe Stunde hat mich genervt. Das war das erste Mal, dass mich das Spiel richtig genervt hat. So wirklich so, wo ich dachte, das macht mich aggressiv gerade. Aber der Bulle, der hat schon irgendwie Bock gemacht, muss ich sagen. Also ich finde auch, es ist schon ein cooles Gefühl, wenn die Parries dann so sitzen und man irgendwie, raide Squilla-Killer, das mache ich gleich, ich raide den auf jeden Fall, wenn er gerade einen DS3-Run macht. Ja, wenn die Parries dann sitzen und so, und man dann so rausfindet, also wie bei Dark Souls, da macht schon irgendwie Bock und dann schafft man den und GG. Mikiri-Counter, ich glaube, man merkt mir immer an, was mich nervt. Das ist dann gerade sowas, ich glaube, das war mein Gehirn, ist da einfach anders gepolt als von vielen anderen. Ich bin dann genervt davon, dass dieser Mikiri-Counter nicht geht, anstatt einfach dann sozusagen den mit Parry zu machen und dann das da einfach mal zuzulassen, dass sich das dann natürlich entwickelt. Und genauso halt diese Geistsembleme, Upgrades und so. Ich will einfach das schnell, ich will zu schnell zu viel verstehen, sodass mich das dann stresst und ich mich nicht auf das Spiel einfach einlassen kann. Das wird sich aber bei mir nie ändern. Ich bin jetzt 36, der Zug ist abgefahren. Da hilft auch keine Therapie mehr oder sowas. Das ist einfach, wie mein Gehirn gepolt ist. Ich bin ungeduldig. Und ich will Sachen schneller, zu schnell verstehen. Weil ich auch gewohnt bin, dass ich Sachen schnell verstehe. Muss man auch mal dazu sagen. Und dieses Spiel habe ich Probleme mit, weil das sind zu viele Begriffe, die ich alle nicht verstehe. So Perlen, Embleme und so. Ich glaube, das sind die Sachen, die mich triggern. Heute haben sie mich getriggert. Aber dann ging es ja ums Ballern. Und das reine Ballern macht Bock. Das reine Rumlaufen. Ich habe mittlerweile, merkt man ja auch so, die normalen Gegner sind ja null Problem für mich mittlerweile. Und die waren am Anfang schon ein Problem mit Parry und Abfahrten und so. Nee, immer ran da, Parry ist wie so ein Tanz und so. Das habe ich schon jetzt mittlerweile gecheckt. Aber es sind schon viele Sachen, die man einfach wissen muss. Es ist wie so ein, man muss viel auswendig lernen, habe ich das Gefühl, bei Sekiro. So ein bisschen wie so, wie heißen diese Spiele in den japanischen Arkaden, wo man immer so mit den Füßen sowas treffen muss und so. Oder so Guitar Hero mäßig. Das hat, glaube ich, auch einer in den Comics geschrieben. Ich wollte jetzt dieses Beispiel nicht klauen. Aber jetzt fällt mir ein, das hat schon mal jemand gesagt, dass es wie Guitar Hero auswendig lernen ist. Und so kommt mir Sekiro ein bisschen vor. Weil es eben nicht sozusagen wie bei Dark Souls sozusagen viel darum geht, gutes Timing zu haben, wann man dodgt, wann man in Angriff geht, eine gute Balance zu finden zwischen Angriff und Verteidigung, sondern Sekiro ist fast nur Angriff. Aber man kommt nur voran, wenn man halt die verschiedenen Angrifftechniken auswendig lernt und dann auch noch das Timing mit einbezieht. Und das finde ich, kann man schon sagen, ist schwieriger als Dark Souls. Und das ist das, was das Kampfsystem so schwierig macht. Es aber auch wiederum geil macht, wenn man dann, also ich muss schon zugeben, ich mache nochmal kurz so ein kleines Fazit. Ein paar Leute haben gemeint, die haben letztes Mal auch gut gefallen. Und für mich ist auch immer ganz gut, so eine Art Revue passieren lassen, so von dem Spiel. Ihr seid meine Therapie quasi für Sekiro gerade. Ja, und es ist aber genauso, komischerweise, angenehm oder fast, ich würde sogar fast sagen, belohnender als bei den Dark Souls Spielen, wenn man beispielsweise schafft, so drei Parries hintereinander hinzukriegen. Das ist viel befriedigender als so ein Backstab oder so ein Parry in Dark Souls oder so. Also es hat schon was, aber es ist einfach schwierig. Trans-Video habe ich schon gesehen, Defender of Awesome. Ja.
Also mit diesen Worten entlasse ich euch. Ich mache gleich einen Raid rüber zu Squilla Killer. Wir machen uns langsam einen Namen in der Souls-Community. Squilla Killer ist, glaube ich, auch, das ist vielleicht sogar der Größte, oder? Nee, Happy Hop. Nee, Lobos ist, glaube ich, der Größte. Dann gibt es noch Fightin' Cowboy. Squilla Killer ist auf jeden Fall groß, auf jeden Fall. Und danke nochmal an die ganzen Donations. Ihr wart heute wirklich komplett geisteskrank unterwegs. Ich habe die ganze Woche quasi, ich will ja kommende Woche viel streamen, aber ich glaube, ich habe jetzt schon genug Donations für die ganze Woche. könnt ihr sagen, jetzt haben wir irgendwas ein bisschen, haben wir ihn unterstützt. Okay, Leute, das war's. Haut rein, vielen lieben Dank fürs Zugucken. Heute mal eine längere Session, hat Bock gemacht und wir machen auf jeden Fall Sekiro, Stand jetzt noch weiter. Ich weiß nur noch nicht, wie lange. Aber direkt morgen, Montagabend, geht's weiter mit Sekiro. Also kommende Woche streame ich Montag, Mittwoch, Freitag, planmäßig. Und vielleicht eventuell einen spontanen Stream dazwischen. Okay, Leute, danke euch. Ich sag tschüss. Tschüss, YouTube.